Herzlich willkommen zu dem Panel Bündnisse und Netzwerke, ethnische Minderheiten, Parteien und Bewegungen. Sie werden zur Kenntnis genommen haben, dass in der englischen Fassung des Titels unseres Panels auch die Frage religiöser Minderheiten vorkommt. Das werden die Themen sein, mit denen wir uns in den nächsten etwa 2 Stunden beschäftigen. Ich will zu Anfang schon sagen, wann es vorbei ist. Wir werden um 12.30 Uhr ungefähr schließen. Es gibt dann vor der Tür für, ich kann das nicht abschätzen, deswegen sage ich das jetzt einfach für alle, die zum ersten Mal da sind, gibt es um 12.30 Uhr ein kostenloses Mittagessen. Alle sind herzlich eingeladen, davon zu profitieren. Die zweite formale Ansage, um die ich gebeten worden bin, ist, dass es vor der Tür dort Unterschriftenlisten gibt. Wenn Sie heute zum ersten Mal hier sein sollten, sind Sie herzlich gebeten, sich da einzutragen. Mit der Übersetzung gibt es, glaube ich, kein Problem, sonst hätten sich Leute jetzt schon gemeldet. Kanal 6 und 7 sind dazu da, vom Deutschen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Es gibt keine irritierten Blicke, das heißt, alle sind zufrieden und versorgt. Ja. Gut, und vielleicht das noch als letztes. Ab 14 Uhr wird es das Abschlusspanel hier geben, wo nochmal alle Aktivistinnen und Aktivisten auch hoffentlich dabei sein werden. Mein Name ist Kolayun Mazgunay, der steht da. Ich arbeite seit ein paar Monaten bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referent für Migration und freue mich, heute dieses Panel hier moderieren zu können, auch durchaus einem eigenen Interesse, weil ich glaube, dass ich einer derjenigen bin, wie viele andere, die von den Erfahrungen der Gäste aus den USA sehr profitieren können. Ich glaube, dass wir zum Themenbereich tatsächlich viele Defizite haben in Deutschland. Dergestalt, dass Deutschland zwar immer ein Einwanderungsland war oder das, was heute Deutschland ist, seit Jahrhunderten eine Einwanderungsgegend war und eine Auswanderungsgegend war, dass aber die Gestaltung des Umstandes Migration, Einwanderung, Auswanderung, etwas zu wünschen gelassen hat, zumindest seitdem ein Nationalstaat auf diesen Territorien existiert. Wir haben allein nach dem Zweiten Weltkrieg mindestens 14 Millionen Menschen, die aus Osteuropa und Südosteuropa nach Deutschland eingewandert sind, in ein kaputtes Land ohne Arbeitsmarkt, ohne Wohnungen etc., haben dann in den 50er, ab den 50er Jahren ein Phänomen, das heißt Gastarbeit, wo wiederum Hunderttausende und in geringer Zahl Millionen von Leuten aus südeuropäischen, südosteuropäischen, nordafrikanischen und asiatischen Ländern nach Westdeutschland gekommen sind, respektive mit dem Wort Vertragsarbeit in der DDR nach Ostdeutschland gekommen sind. Und wir haben eine ganze Anzahl, solange es de facto existierte, Leute, die aufgrund des Asylrechts nach Deutschland gekommen sind. Die Zahlen sind in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Und das gehört nicht ganz zum Thema Migration, aber es gehört zum vielleicht Bereich doch dazu, weil es um ethnische und religiöse Vielfalt geht in Deutschland. Es gibt in Deutschland anerkannte nationale Minderheiten, wie etwa die sorbische Minderheit, die dänische, die friesische, die Minderheit der Sinti und Roma. Und es gibt eine ganze Zahl von Minderheiten, die diesen Status nicht haben und doch aber aufgrund von Physiognomie, Religion und anderen Faktoren de facto als Minderheit behandelt werden. Wir haben insbesondere vielleicht in dem Bereich wäre sowas wie schwarze Deutsche ein Phänomen, das es extra hervorzuheben gelte. Angesichts
dieser Umstände, wenn wir uns nur auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beschränken, angesichts dieser Umstände ist es erstaunlich, wie sehr nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland und insbesondere in Westdeutschland der Begriff von Deutschsein so geblieben ist, wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefasst wurde, nämlich als eine, nennen wir es mal, Gemeinschaft, die im Wesentlichen auf Blutsbeziehungen aufbaut. Das heißt, dass zum Beispiel Leute aus vielen osteuropäischen und südosteuropäischen Ländern aufgrund ihres deutschen Blutes, obwohl sie niemals Staatsbürger eines Landes waren, das Deutschland hieß, privilegierte Einwanderungsbedingungen hatten nach Deutschland, wohingegen schwarze Deutsche oder Roma, auch wenn sie seit Jahrhunderten hier leben und von Anbeginn des Nationalstaats die Staatsbürgerschaft besitzen, immer wie Ausländer und Ausländerinnen behandelt wurden, wie Leute, die fremd sind, anders sind. Diese Konzeption von Deutschsein betrifft im Wesentlichen auch diejenigen, die nach den 50er Jahren als Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen gekommen sind und ihre Nachkommen, die mittlerweile in der dritten und vierten Generation hier leben. Es ist nicht absehbar, dass sie in den nächsten, also in meiner Lebenszeit vielleicht, als normale Deutsche gelten werden. Es gibt zahlreiche Begriffe, nicht deutscher Herkunft, mit Migrationshintergrund und noch ein paar andere, die auf Dauer zementieren, ein Wir, das weiß ist, das christlich ist, das Teil einer Wertegemeinschaft ist und dann diese Gruppe der anderen, die wie gesagt nicht so viel mit Migration zu tun hat, sondern die durchaus auch diejenigen umfasst, die seit Jahrhunderten oder deren Vorfahren seit Jahrhunderten in dem Territorium leben, das jetzt Deutschland ist. Es gab vor 2 Monaten, glaube ich, eine Studie, die sich mit der Bildungssituation von Deutschen, Sinti und Roma zum Beispiel beschäftigt hat, die ganz gravierende, also wirklich immens gravierende Ergebnisse präsentiert hat, was Schulabbruch angeht, was Zugang zur Universität angeht, etc. All das sind Probleme, die mit Migration nicht so sehr zu tun haben wie mit der Konzeption von Deutschsein und wer Zugang zu gesellschaftlichen Orten und Gütern und Dienstleistungen hat und zu ganz elementaren Rechten, auch neben Wahlrecht eben sowas wie Bildung, Gesundheit, Wohnungen etc. Das Gleiche lässt sich vielleicht sagen, ich bin gleich fertig mit meiner Einleitung hier, das Gleiche lässt sich sagen, vielleicht in Bezug auf Religion und religiöse Minderheiten und Mehrheiten in dem Land. Wir sehen, dass Deutschland eine starke Verwobenheit, nennen wir es mal, aufweist, was staatliche Institutionen, den Staat als Ganzes und seine Institutionen angeht und Religionsgemeinschaften. Allerdings nicht alle Religionsgemeinschaften, sondern allen voran die katholische Kirche und dann die protestantischen Landeskirchen. Der Staat zieht für diese Kirchen nicht nur die Kirchensteuern ein, das ist die eine Sache, er bezahlt auch aus Steuermitteln der Allgemeinheit, also zum Beispiel von meinen, solche Sachen wie Seelsorge bei der Polizei, Seelsorge beim Militär, Seelsorge in Gefängnissen. Er bezahlt auch aus Steuern der Allgemeinheit Gehälter von Bischöfen, die Gehälter von Domherren und anderen religiösen Personal, das direkt kirchliche Aufgaben wahrnimmt. Und er bezahlt, das haben wir vorgestern, glaube ich, gehabt, dem Papst zum Beispiel seine Reisen innerhalb von Deutschland in Regierungsflugzeugen, ganz ohne größeres Problem. Die Liste ließe sich ganz, also tatsächlich ganz lang fortsetzen, wie christliche Großkirchen und der Staat hier miteinander verschränkt sind.
Die jüdischen Gemeinden haben demgegenüber zwar mit einem Staatsvertrag vor ein paar Jahren erst ähnliche Rechte bekommen, aber längst nicht in dem Umfang, wie sie christlichen Großkirchen zugestanden werden. Viele christliche Freikirchen, Buddhisten, muslimische Gemeinden und vor allem zahlreiche Leute, die überhaupt nichts mit Religion am Hut haben, sind von diesem privilegierten, von dieser privilegierten Stellung von christlichen Großkirchen ganz ausgeschlossen. Es gibt für sie, also insbesondere zum Beispiel für muslimische oder buddhistische Religionsgemeinschaften, keine Kindergärten, wo sie das Curriculum bestimmen. Es gibt keine Schulen, keine Universitäten, es gibt keine Altenheime, es gibt keine Hauskrankenpflege, es gibt keine Krankenhäuser, es gibt keine Beratungsstellen für Schwangere, für Leute, die neu nach Deutschland eingewandert sind, für Jugendliche und andere, die vom Staat finanziert würden. Das trifft für die christlichen Großkirchen in einem sehr großen Umfang zu. Es trifft für die christlichen Großkirchen in einem Umfang zu, der sie zu den größten, zu den zweitgrößten Arbeitgeber in Deutschland macht, wenn man sie zusammenrechnet. Sie sind also nicht nur theologisch und ideologisch ein Machtfaktor im Land, sondern mit ganz konkreter Macht ausgestattet, was die Lebensbedingungen einzelner Leute angeht. Angesichts dessen ist es verwunderlich, das habe ich vergessen zu sagen, Deutschland definiert sich seit 2005 als Einwanderungsland. Davor hat es also sehr starke Auseinandersetzungen gegeben, ob Deutschland überhaupt ein Einwanderungsland ist, obwohl wir in den 80er Jahren schon nach Westdeutschland mehr Einwanderungen hatten als in die USA oder nach Mexiko oder nach Australien oder nach Neuseeland. Alles Länder, die sich als Einwanderungsland definieren, die prozentual aber sehr viel weniger Einwanderung hatten als Westdeutschland in den 80er Jahren schon. Trotzdem haben wir bis 2005 gebraucht, um das erste Einwanderungsgesetz in Deutschland zu bekommen. 2006, vor 5 Jahren, ist das erste Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland implementiert worden auf Druck der EU. Und dieses Antidiskriminierungsgesetz verbietet unter anderem auch die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft und der Religionszugehörigkeit. Lustigerweise oder ironischerweise sind die christlichen Großkirchen, wie gesagt, der zweitgrößte Arbeitgeber im Land, von diesem Antidiskriminierungsgesetz ausgenommen. Sie haben das Recht, Homosexuelle, die eine registrierte Partnerschaft haben, Frauen, die ein Kopftuch tragen, Leute, die keine Religion haben oder eine andere Religion haben als erforderlich, diese Leute nicht einzustellen oder zu kündigen, wie es ihnen beliebt. Das ist ein erstaunlicher Umstand, sagen wir mal. Gleichzeitig haben wir in den letzten 10 Jahren eine Re-Christianisierung vielleicht der Gesellschaft in dem Maße, wie ethnische Minderheiten muslimisiert worden sind. Ich hebe das tatsächlich hervor, weil nach den Anschlägen vom 11. September in den USA hier das passiert ist, was auch in anderen westeuropäischen Ländern passiert ist, dass die Leute aus der Türkei, dass Leute aus arabischen Ländern und Gegenden, aus Bosnien, aus Kosovo, Albanien, dass sie zur Gruppe der Muslime geworden sind, die eben einem Wir entgegensteht, das zunehmend wieder christianisiert wird. Das heißt, wir haben eine Religiosisierung des öffentlichen Raumes, wir haben eine Religiosisierung von Institutionen und wir haben auch eine Religiosisierung von individuellen Identitäten. Was ein bisschen schade ist, deswegen, weil darüber die Muslime als Folie für einen Anti-Einwanderungsdiskurs gebraucht werden, obwohl die Muslime oder Leute aus der Türkei, aus arabischen Ländern etc. gar keine so große Einwanderungsgruppe mehr sind. Seit 2005, in dem Jahr, wo das Einwanderungsgesetz rausgekommen ist, verlassen mehr Leute Deutschland, als neu dazukommen.
Und gleichzeitig sind es hauptsächlich Leute aus Polen und Leute aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach Deutschland emigrieren und die ganz migrationsspezifische Probleme haben, die im Diskurs gar nicht vorkommen, weil der Diskurs sich dafür interessiert, wie der Koran zu Frauenrechten steht oder zu homosexuellen Rechten steht oder ob Muslime also ein besonderes Verhältnis zu Juden und Jüdinnen haben. Das sind die Themen in der öffentlichen Debatte, über die wir debattieren. Und es geht nicht so sehr über die Bildungssituation insgesamt von ethnischen Minderheiten oder nationalen Minderheiten oder nicht so sehr um das Friedhofsrecht. Wenn Sie sich überlegen, dass in den 50er und 60er Jahren junge Leute hierher gekommen sind, die jetzt in Rente gehen, und demnächst fangen in großer Zahl Menschen an zu sterben in diesem Land. Wir wissen nur in 2, 3, 4 Bundesländern, wie die Friedhöfe zu gestalten sind, wie das Bestattungsrecht zu gestalten ist, damit Leute tatsächlich, die immer zur Integration aufgerufen sind, in diesem Land sterben können und begraben werden können. So viel von mir. Das war eine ganze Menge, ja? So viel von mir. Wir werden jetzt auf dem Podium 2 Runden haben mit 4 ausgewiesenen Expertinnen und Experten, wo sie erst ihre Arbeit vorstellen, grob, und dann gucken, also die Kontexte ihrer Arbeit, was sie ganz konkret tun. Und dann werden wir noch eine Runde haben, was Sie aus Ihrer Beschäftigung gelernt haben, was Sie uns mitgeben können oder was andersrum mitgenommen werden kann. Und dann wollen wir, oder hätte ich gerne, dass wir diskutieren mit Ihnen gemeinsam, wie es gelingen kann, Bündnisse oder Allianzen zu gründen und am Laufen zu halten vor allem, die den ungleichen Zugang zur Gesellschaft, den ungleichen Zugang zu Bildung, den ungleichen Zugang zu Politik nicht ignorieren, sondern in sich aufnehmen. Das wäre ein Themenkomplex vielleicht, und ein anderer Themenkomplex wäre, wie müsste eine transformatorische Praxis aussehen, die Interdependenzen von Klasse, von Race, von Geschlecht, von Sexualität, von Behinderung mit in sich aufnimmt, berücksichtigt und in Praxis umwandelt. Vielleicht, um dann, das wäre ein schönes Ergebnis für dieses Podium, Wege zu identifizieren, die unproduktive Trennung von sozialen Bewegungen und Institutionen, sozialen Bewegungen und Parteien überwinden helfen. Ich fange mal ganz außen an. Von Ihnen aus links sitzt Christina Keindl. Die haben Sie schon kennengelernt. Ist Redakteurin bei der Zeitschrift Luxemburg und arbeitet im Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und in einer anderen Eigenschaft war sie Teil der bundesweiten Koordinierung des Bündnisses Wir zahlen nicht für eure Krise. Von Ihnen aus gesehen, ganz außen rechts, sitzt Pascal Meiser, der leitet bei der Partei Die Linke den Bereich Kampagnen und Parteienentwicklung, also den Bereich, wo es tatsächlich um Bündnisse geht, um Kampagnen, um die Zusammenarbeit mit Bewegungen. Dann haben wir zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen links, Cindy Weisner von der Global Grassroots Justice Alliance, die über 20 Jahre Erfahrung hat in Organizing, was also Arbeit angeht, also Labor, wie sagt man das, Arbeiterinnen und Arbeiter vielleicht am besten, angeht, aber auch in den Bereichen sexueller Missbrauch, Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Transgender, Rechte und ebenso im Organizing innerhalb von der Jugendbewegung. Desgleichen war sie Teil der Frauendelegation gegen SB
2070 in Arizona, was also ein besonders restriktives neues Einwanderungsrecht war. Und zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen, rechts sitzt Patricia Watkins vom United Congress, nein, Entschuldigung, von Target Area, unter anderem Teil der Koalition United Congress of Community and Religious Organizations, das ist der Titel, der hier steht, fälschlicherweise, sie arbeitet für Target Area. Sie ist Mitgründerin und Koordinatorin des Chicago United Congress of Community and Religious Organizations, was eine basisdemokratische und multiethnische Allianz für Menschenrechte ist, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen marginalisierter Communities einsetzt. Sie ist gleichzeitig Teil von verschiedenen lokalen und regionalen Initiativen und Allianzen, die unter anderem für bessere Bildung, für die Reform des Strafrechts und insgesamt für die Reform des politischen Systems eintreten. Ich würde vorschlagen, dass wir mit dir gleich anfangen. I said good morning, everyone, for a translator. Okay, that was very interesting. Really good information. In our country, the state does not pay the church for anything. There's no state in church. And, you know, when I listen to Yemez speak about this, it makes it clear to me why it's important for it not to be that way. Because if the state is funding the church, then the church would decide what will and what will not get done with the money that they have. So I'm happy to say that I'm a part of America where we don't have that. We have a lot of other problems, but that's not one of them. So I am the president of Target Area Development Corporation in Chicago. And Target Area is an organization that works to solve stubborn problems. Stubborn urban problems, problems that other people may not want to approach because they seem too big or too hard. In the process of solving stubborn problems, that means we have to change the laws, that means we have to change public opinion, and it means we have to change ourselves. Because when we really look deep into the problems that we face, we find that we have a big role in perpetuating those problems ourselves unless we become enlightened enough to begin to speak out against them and then take a road, a path, that will come to that will bring that problem to a resolution. So just to share with you a few of the things that we struggle with, because for this part, we're supposed to speak about our work. When I come back, I'll talk about our alliances, alliance building, and how we build alliances. But one of the reasons we build alliances is because the problems we face are stubborn, and we cannot win those problems alone. We have a concept that we've developed called winning alone is nothing more than delayed failure. That's all it is. Winning alone is nothing more than delayed failure. So if you win alone, believe you me, sooner or later you will fail, because we need each other to keep the things that we win. Now, as you all know, probably know, many of you probably know, the United States is the incarceration nation of the world. We have 2.4 million people in prison. It's about close to 300 million people in the United States, and 2.4 million are in prison. 7 million cycle in and out of our jails and prisons every year. So some are just in prison and other ones are getting in jail and out of jail. So with 7 million people of your population in and out of jail for crimes, you would think that we had the safest country in the world. But that's not the case. In Chicago, where I live, murder is the leading cause of death for people under 35. Not sickness, not disease, not accident, but murder. So if you're under 35 and you visit Chicago, if you happen to die, it's likely you got murdered.
We are not safe. And our criminal justice system has 80,000 people in it right now in Illinois. Illinois is a population of about 12 million. 50,000 are in prison, in prisons that only hold 27,000. So it's almost double the amount of people in prison. Every year, the state sends back to our communities about 48,000 people. Every single year, 48,000 come out and 48,000 go in. Every single year, it's a cycle. It's a cycle. We have about 20,000 people in our on parole, which means they one step away from going back to prison. And then we have about 3,000 people who are on some type of electronic bracelet where if they leave out of a certain perimeter, an alarm goes off and the police come and get them. So we have this big, big problem with all of these arrests and all these public safety issues, but they're not solved. Now, I want you to know there are programs in Illinois, in Chicago that have proven to reduce crime and reduce murder. I mean, very successful at reducing murder. Been evaluated, the U.S. government has evaluated it, spent $1 million evaluating this program. It's called Ceasefire in Illinois. And it cuts murders by 27%. But yet, every summer, the program goes black, dark. In other words, they stop funding it in July and August. Now, in July, year before last, we had 303 people get shot in 1 month. We had 22 people to get shot in 24 hours. So it looks like in July you would have that program working, right? But not them. That's why we have to build alliances. That's why we have to unite our voices, and amplify our voices to demand the kind of change that we have to have. Education. So I spoke to you about public safety issues, criminal justice issues. Okay, let me go back now. With the criminal justice system, when they released 48,000 back in the neighborhood, they come and join the hundreds of thousands that are already roaming the streets. And in America, or in Illinois, and in America, when you get out of prison, you never get a job again. The chances of you getting a job is very, very slim. Not even at a McDonald's, or you all don't have McDonald's, but, well, something like that, okay. Not at a grocery store bagging grocery, nothing. And you can't be a barber. You can't go into, I'm going to go in business and start cutting hair. No, you can't do nails. You can't do real estate. They got like, I don't know how many, 50 different careers that you can't go in because you have a criminal record and you can't get a job. So people roam the streets and they commit crimes and they get right back into prison. So who are they committing crimes against? They're committing crimes against us. And they're the people that come back to our neighborhoods because what? They came from our neighborhoods. So our call to government is that you must develop a reentry program for the people that you drop off in our neighborhoods because this is a violation of our human rights. Me alone speaking about violation of my human rights, or my organization alone, if all the blacks got together and said, we're gonna say our rights are violated. Well, we only 12% of the population. So it's 88%, well, 14% in Illinois, 12% in the nation. So 88% are quiet while 12% are screaming. The same thing with Latinos, they're 14% of the population. If all of them start screaming about, you're destroying our families and you're pulling our families apart and you're discriminating against us, nobody cares. This is only 14% of the population. It takes us uniting our voices. It takes us understanding that we are a part of the problem. It takes us changing public opinion, and it takes us changing laws to get the kind of change that we need. If we don't, we die, and our children die, and our children's children die. So we have to make a decision about whether we are willing to pay the price to stand up and speak out about what we know is wrong, or will we be silent and just let things move along and hope that things change? That's what a lot of us have been doing for a long time. But we don't do that anymore because the price has been too high and we need change. So
The other thing we work on is education, because our schools are very low performing, and employment, because unemployment rate is much higher in minority communities than it is in the general population. And lastly, immigration reform, supporting immigration reform, because as African Americans, we understand what it means to destroy a family unit. When you destroy the family unit, you lose a whole lot in regards to building up a strong community, a strong family, strong children. If you're able to take the family apart, when a father cannot defend his kids and they know it, when the kids know my father can't defend me and they know it, it makes them lose respect for their fathers. So it's our job to not only defend our race, our religion, but other races and other religions. And that's what Target Area is about. The United Congress of Community and Religious Organizations is one coalition that we convene. We started United Congress, and we started four other coalitions too, to solve stubborn problems. So I'll come back and tell you about how we've done it my next time around. Thank you. Thank you. All right. Good morning. Good morning. Hello. Hello. I want to thank the Rosa Luxemburg Foundation for inviting us and getting this opportunity to actually talk about transformative organizing. And I'm actually really happy to be here, because for the first time in my life, people know how to pronounce my last name. So it's great to be here. I am a proud daughter of a domestic worker that grew up in Los Angeles, in Hollywood, actually, in the working class part of Hollywood. My mother is from El Salvador, and my father was Colombian and German. And so that's how I've carried the name, because always people was like, are you white? Are you Jewish? Are you German? And I was like, all of those things plus. No. And I think the last 20 years, it was interesting, the interpretation of what I do. but just to share a little bit more, I've helped build with comrades here, independent worker centers. I got an opportunity and privilege to work with Steve at Power many years ago. I did work also in the union and the labor movement, in HERE. I went to Miami to help build also and do work at the Miami Worker Center. And I also was lucky to do work with an organization called Generation 5, which actually does work around ending child sexual abuse with a long-term vision of transformative organizing, right? Because in a lot of ways, there is a critique of the prison industrial complex, and we actually can't just throw, because child sexual abuse is an epidemic, and it happens so commonly in a lot of our communities and our families and everywhere and across class and race, there is a vision of saying we can't put everyone in jail, because that's actually not gonna solve the problem, but that we have to look at the issues of sexual abuse and violence in a very transformative way. But I won't talk about that yet, but I just wanted to, in the context of what we're talking about here. And also, I've been a member, and at different points in life, part of radical and revolutionary formations. I'm not currently, and I miss it. And I think that's the process that I feel like is important, and I think it's a big gap in the movement in the United States, that we don't actually have a vibrant left political party that many of us identify with. And so I think that's some of the weaknesses we see in the United States. So I am here to talk about grassroots global justice. And grassroots global justice is a new, when looking at time, it's a newer alliance in the United States. And we actually started by taking grassroots leaders and organizers on the front lines of folks in the United States to the World Social Forums.
And as we took people, community-based organizers, leaders, multiracial grouping, to as delegations, we began to meet our counterparts in the Global South. So we met with landless people's movement. So there was a difference. So folks who were doing work around housing and gentrification met people who actually in Brazil were taking over land and that their numbers were in the millions. We met with folks from Via Campesina who were making connections around not only food sovereignty, but around issues of, the rights of peasants. And we met with folks that feminist movement, World March of Women, that talked about gender and the women's right in a very comprehensive way. And so in those meetings and in that those conversations, people were like, great, we are finally meeting grassroots organizers from the U.S. Many times when we think about the North and the movement, we think of Noam Chomsky or Naomi Klein, or we think about the face of the movement in the U.S. is either academic or white or middle class. And I think part of what we were then beginning to do is actually show a different color and context and texture of who also makes up the movement in the United States. So for us, we see ourselves as part of the anti-globalization movement, even though people in the US and most around the world, again, also see the anti-globalization movement as young, middle-class anarchists. But I think we are part of that tradition. And I think part of what we're trying to really do is be able to say that we understand the impact of neoliberalism, not only around the world and its impact and our country's impact and domination and control of the rest of the world, but also what does neoliberalism look like within the boundaries of the United States. And for us, that connection and or what we see as our double duty is really important, because we have then, as we've matured and as we became a membership alliance in 2005, have really begun to understand that we have a role, a very strategic and very important role to play in the United States. One, being able to build with each other across race and across geography, across language, across issue, but that we also have a very important place in the big historic bloc to fight and build with our comrades and colleagues in the Global South and now in the Global North. And I think that for us, I think that's very important. One of the main things that I think Grassroots Global Justice has known for and has accomplished has been this role of convener and of convergence. And we played a key role in helping organize. A lot of the member organizations and the alliances were core to building the U.S. Social Forum process and in the United States. So both in Atlanta in 2007 and in Detroit last year in 2010. And part of some of our objectives was really trying to create, through the social forum process, a space for grassroots social movement convergence to have strategic discussions of the issues that were happening. We wanted to be able to move and advance our agenda for transformation. When we, talked about the slogan, another world is possible, we also understood that another U.S. was necessary, but what that looked like, I think, was for debate. And we wanted to build stronger relationships and collaboration between organizations, sectors, and movements, and deepen the commitment to international solidarity and that common struggle. And I think that part of what we've been trying to do as well is really, through our practice, reshift what it means to do solidarity. A lot of times, solidarity from the US is a charity model, or it's a very paternalistic model. And so for us, the redefinition and the reimagining of solidarity is around joint interest and mutual liberation, because we know that we have a global struggle, and again, coming back to the role that the U.S. plays in particular. And so concretely, GGJ is not a constituency or issue-based alliance, but it is an alignment of 60 mass-based, community-based organizations in 21 cities.
And we're the not so typical alliance in the US, but our model is much more interesting, similar to global social movement models. So it's multiracial, multinational, multisectoral, but of the grassroots sector. We have organizations like national networks, like the Indigenous Environmental Network, Jobs with Justice. We have local base building organizations like the Domestic Workers United, Power, and Labor Community Strategy Center. And then we have statewide organizations like Communities for a Better Environment and Vermont Worker Center. So it's a hybrid alliance. And so part of what I think people come to GGJ is because of its movement building orientation. And because we have a long term vision of building the opposition to the US, but from the left and below. And so for us, the centralization of race, nation, gender, class is very important. And we think, but we also understand that it's a multiracial front. So also we have folks from white working class organizations, white members, because we know that it's if we're in the U.S., that's the context. We saw the map that Sendolo showed. The U.S. still, until 2030, is is overwhelmingly white. but I think that for us, I think it's, huh? Yes, we're counting down to 2030. So part of it is that we believe that it's important to be able to build on that multi-sectoral and multiracial front. And lastly, a couple more things. I'll share some more specifics. We just had a Congress this past weekend, and that was in Raleigh, North Carolina. Woo! where many of us were, because Leanne and Steve are on our coordinating committee, and we were able to consensus on the work that we've done has been again around more movement building issues and trying to bring the grassroots sector to those conversations and to say we're part of those movements and we're leading these, and this is how we talk about no war in our communities. This is how we talk about the issues that are happening around free trade. This is how we talk about the issues of the economic crisis. So we see ourselves as part of the movement, but we just consensed on our new campaign and our new frame around no war, no warming, build the people's economy for the people, I mean, build the economy for the people and the planet. And part of that concretely are three axes of one, moving the money from the military budget and starving the empire. Number two, doing work around global well-being. This is a concept that was coined by the indigenous peoples in our alliance, which is really around climate and environmental justice, but also a reframing of how it is that we see the movement and relationship to Mother Earth and how we see our relationship to each other and the planet. And so work around that, which mainly is around the UN convention of the UNCCC, where the negotiations are happening around climate change, which this year are in Durban and then next year in Rio, plus 20. And creating a people's platform that really, again, addresses the needs of people in the different communities, but also upholds some of the alternative models. So much the debate that happens in the United States around, well, you know, we want these green jobs or we do this, it's a lot, and I think people talked about it a lot yesterday, is that we're forced into these very compromising positions where we have to give up, in a lot of ways, our values. And so what we're trying to really do is not only be clear about what we want and what we're against, but also what we want, but then be able to provide some of those model examples of what would a real job look like that doesn't exploit the land and doesn't exploit people. And pushing ourselves to be able to do that. And so I'll talk about this a little later, but this concept of counter-hegemonic framing and demands that I think we really need to struggle with, because I think so many times we're caught in situations where we have to, for our gain,
we have to give up another community or another issue. And I think that's something that's pretty intense and serious, and I think it's global. And then the last thing is we're part of an alliance of alliances, which is called the Inner, right now it's called the Inner Alliance Dialogue Process, but it's, I think it has, it's coming up with a new name, which is Unity, which it makes up Endelon, the organization that Nick talked about, the National Day Laborers Organizing Network, Right to the City, the National Domestic Workers Alliance, the Pushback Network, which does statewide electoral work in a very different way than what we're used to, Jobs with Justice, and then Grassroots Global Justice. And on an international level, we're also part of the Social Movement Assembly Process and the represent GGJ on the World Social Forum International Council, but then through the Social Movement Assembly, we've been in relationship to the World March of Women, La Via Campesina, ATTAC, CADIC, I need to remember the acronym, Jubilee, Hemispheric Social Alliance, CASATU, CUT, Alternatives, International Inhabitants. So we've been engaging and moving from just being observers and being wowed by our international comrades and allies to actually entering into strategic relationship with them. Thank you, Cindy. I think you'll need your headphones now. Ja, das tut mir leid, dass jetzt einige die Kopfhörer anziehen müssen. Ich könnte das auf Englisch, aber dann müssen die anderen wahrscheinlich die Kopfhörer anziehen. Also einer verliert wahrscheinlich immer dabei. Ja, nochmal vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich glaube irgendwie, dass ich oder dass wir als Partei hier mit auf dem Podium sitzen, ist ja so ein bisschen quer zu den bisherigen Debatten der letzten Tage, soweit ich sie gestern verfolgen konnte. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass wir hier beteiligt sind, weil ich glaube, die Diskussion sowohl gestern viel über die Methoden des Organizing, auch über die Frage, wie weit man da eigentlich einen politischen Kompass hat oder nicht, oder jede Bewegung von unten unterstützt, sind auch für uns natürlich sehr spannende und wichtige Fragen. Und ich glaube auch, dass wir sehr viel lernen können davon, was in den USA da auch schon entwickelt wurde, an Frage von, ja, wie es so schön auf Englisch heißt, Empowerment, Selbstaktivierung von Menschen. Und ich glaube, dass es auch insgesamt für die deutsche Gesellschaft sehr wichtig ist, nicht nur für uns als Partei. Vielleicht, ich wurde gebeten, vielleicht eingangs, weil natürlich das der Hintergrund und das Hintergrundwissen sehr unterschiedlich ist. Und da bitte ich diejenigen, die hier aus Berlin oder aus Deutschland kommen, das zu entschuldigen, wenn das ein oder andere da vielleicht bekannt ist, aber für unsere amerikanischen Gäste nochmal vielleicht ein, zwei Sätze nochmal zum Hintergrund auch der Linken zu sagen, weil es, glaube ich, sonst das ein oder andere auch schwierig ist. Die Linke wurde in den Jahren 2005 bis 2007 gegründet, neu gegründet, allerdings als Fusion aus zwei Vorgängerparteien, zum einen aus der Partei PDS, was eine Erneuerungsbewegung in der ostdeutschen Staatspartei SED war und dort im Grunde vor allen Dingen in Ostdeutschland ostdeutsche Interessen repräsentiert hat, vor allen Dingen in den 90er Jahren, und aus einer Partei, die sich relativ frisch in den Jahren 2004, 2005 eben in Westdeutschland vor allen Dingen verankert gebildet hat, die sogenannte WASG, Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Das war eine Partei, die sich gegründet hat aus Aktivisten, die im linken Gewerkschaftsspektrum sich verankert haben, linken Sozialdemokraten, vielen Menschen, die zuvor in der globalisierungskritischen Bewegung bei ATTAC aktiv waren, in der Friedensbewegung aktiv waren, zum Teil auch eben vorher, früher mal bei der Partei Die Grünen aktiv waren, aber auch vielen Unabhängigen, die bis dato überhaupt nicht parteipolitisch engagiert waren. Also eine ganz andere kulturelle Hintergrund hat als die ostdeutsch geprägte PDS.
Die Partei ist nicht entstanden, weil sich das ein paar Leute irgendwie am grünen Tisch ausgedacht haben, sondern weil es eine politische Repräsentationslücke gab. Es gab in dem deutschen System mit einem Verhältniswahlrecht ist die Situation natürlich ganz anders als in den USA mit einem Mehrheitswahlrecht. Da wurde auch gestern am Rande dessen, was Alex da schon gesagt hat, ein bisschen klang das ja schon mal an. Also das ist eine ganz andere Situation. Es gab eine Repräsentationslücke durch die Veränderung der Politik der SPD, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, aber auch der Grünen, die nicht mehr wie zuvor, zumindest in Ansätzen, die Interessen der abhängig Beschäftigten auf der einen Seite repräsentiert haben, aber auf der anderen Seite das Thema Frieden aufgegeben haben. Beide Parteien waren maßgeblich, waren in der Regierungsverantwortung, als der erste deutsche Kriegseinsatz nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, 1999 mit den Bombenangriffen auf Jugoslawien. Und das war für viele natürlich eine Zäsur. Und da hat es tatsächlich eine Repräsentationslücke gegeben in dem System. Und nur deswegen, nicht weil einige Aktivisten sich das ausgedacht haben am grünen Tisch, konnte überhaupt eine solche Partei nochmal neu Fuß fassen und auch einen solchen Erfolg erzielen. Nur jetzt auch wieder für die US-amerikanischen Gäste, bei den letzten Wahlen eben knapp 12% auch bei den nationalen bundesweiten Wahlen. Gleichzeitig ist aber auch eben in dieser Gründung, die eine sehr schnelle Gründung war, sind viele Fragen auch dessen, wie diese Partei eigentlich sich aufstellt, was einen Charakter sie hat, nicht abschließend geklärt worden. Das konnte nicht passieren, das findet jetzt statt, das ist zum Teil auch ein kontroverser, schmerzhafter Prozess, aber es ist notwendig, den zu diskutieren. Und es ist zumindest gibt einen Teil, den ich ja schon beschrieben habe, der sehr stark eben das, was seine eigene Biografie ausmacht, auch in diese neue Partei hineintragen möchte. Das heißt vor allen Dingen natürlich eben zu sagen, die Partei muss eine Partei in Bewegung sein, in Bewegung bleiben. Wir können das in der zweiten Runde vielleicht noch mal ein bisschen genauer durchdeklinieren. Das will ich jetzt gar nicht hier ausführlich machen und dann noch mal ein weiteres Kurreferat halten an der Stelle. Das ist aber sehr spannend, was das natürlich für eine Partei heißt, mit den verschiedenen Anforderungen, vor der auch eine Partei steht. Nur so viel an der Stelle. Ich glaube, dass es vielleicht den Zustand unserer Partei einen Begriff ganz gut trifft, der gestern hier auf dem Panel schon genannt wird. Wir sind, glaube ich, auch eine, ich sage es jetzt auf Deutsch, obwohl der englische Begriff mir besser gefällt, eine hybride Organisation zwischen Bürokratie und Bürokratismus und sozialer Bewegung. Das hat auch was damit zu tun, dass wir keine Lokalorganisation sind. Wir sind eine bundesweite Organisation, die wir auch Gewerkschaften, guckt die Kollegin an, natürlich auf Permanenz setzen, die auch gewisse demokratisch formale Strukturen deswegen braucht, die nicht nur aus der Bewegung herauskommen kann, die auch Hauptamtlichkeit hat und braucht, um überleben zu können. All das hat aber auch negative Seiten, die man als Bürokratisierung bezeichnen kann. Das ist, sage ich mal, eine Aufgabe oder eine Frage, wie man das steuern kann, wie man das kontrollieren kann. Aber das ist, glaube ich, unser Zustand und da kann man noch ins Detail gehen, wo dann im Einzelnen eigentlich die Auseinandersetzungen und Konflikte sind. Zum Praktischen ganz kurz, ich versuche es ganz kurz, das ist nicht so einfach immer. Dieser Ansatz, Parteien in Bewegung zu sein, spiegelt sich auch in den Organisationsstrukturen unserer Partei, aber auch unserer Bundestagsfraktion wieder. Wir haben unserer Partei zwischenzeitlich eine Abteilung, die eben, wie Koray vorhin schon gesagt hat, heißt Kampagnen- und Parteientwicklung, in der ich und noch weitere 8 Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die eben für die genannten Sachen zuständig ist. Das heißt, für Aktionen, für außerparlamentarische Arbeit, für Kampagnen, wie das Eric gestern genannt hat, aber nationale Kampagnen, natürlich nicht lokale Mobilisierungsaktivitäten, wobei man das natürlich immer zusammendenken sollte, aber auch für die ganz alltäglichen Probleme, die eine Partei so hat und die sind manchmal sehr, sehr irdisch, eben auch der Frage, was man an Beratungsangeboten für Menschen, die soziale Probleme haben, die von Hartz IV betroffen sind, also von Workfare, die eben auch andere ganz einfache Probleme haben. Was kann unsere Partei da eigentlich leisten im Zusammenspiel mit anderen? Das ist unsere Aufgabe und unser Verständnis ist so, dass wir diese ganzen Aufgaben nicht
alleine lösen können. Das wäre ein Allmachtsanspruch, der angesichts unserer Ressourcen völlig wahnsinnig wäre, der aber auch, ich sage mal, natürlich auch nicht der politischen und gesellschaftlichen Realität in dieser Republik entspricht. Wir glauben, dass wir unsere politischen Ziele nur umsetzen können im Zusammenspiel einerseits mit eben institutionalisierten Verbänden, vorneweg auch der Gewerkschaften, aber auch der Arbeitslosenverbände, soweit sie organisiert sind und ihre Interessen auch politisch artikulieren, was in dem Bereich, sage ich mal, nicht immer so ganz einfach ist, leider, aber auch natürlich mit anderen Partnerinnen und Partnern, vor allen Dingen natürlich dort aus meiner Sicht, der ja auf der nationalen, auf der Bundesebene, das macht natürlich mit Organisationen, die auch eine entsprechende bundesweite Anspruch vertreten. Das spiegelt sich in unterschiedlichem Maße und unterschiedlichem Erfolg dann eben auf den verschiedenen Organisationsebenen der landesweiten, also der Bundesländer und der lokalen Ebene wieder, eben wie gesagt mit unterschiedlichem Erfolg. Und wo das dann klappt und warum nicht, ist eine ganz spannende Frage. Ich sage mal, bin sehr interessiert daran, auch von den hier Anwesenden nochmal auch vielleicht vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Erfahrung, so ein bisschen da auch was mitzunehmen, was eigentlich Anforderungen an uns als Partei sind. Ich könnte jetzt ganz viel definieren, was ich finde, was müsste und wie eigentlich soziale Bewegungen irgendwie auf uns zugehen kommen müssten, wie Verbände mit uns kommunizieren müssen. Das ist aber totaler Quatsch, weil ich sehe unsere Partei als politischen Repräsentant, als Fokus eben der gesellschaftlich organisierten Interessen der Marginalisierten, der abhängig Beschäftigten. Und die Frage ist, wie muss unsere Partei sich entwickeln, damit sie das aufgreifen kann? Vielleicht, wie gesagt, wirklich vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Erfahrung, wo wir das aufgrund des vor allen Dingen Wahlsystems natürlich in der Form nicht haben. Vielleicht, um es noch ein bisschen plastischer zu machen, noch so in einem ganz schnellen Themen-Dropping, was Themen sind, die von uns auch konkret bearbeitet werden. Wir haben konkret in unserer Abteilung jetzt zuletzt im ersten Halbjahr einen Aktionsschwerpunkt, Kampagne wäre übertrieben, einen Aktionsschwerpunkt zum Thema Mindestlohn gemacht, auch im Kontext mit der zunehmenden Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Vor dem Hintergrund, dass unsere Partei eine klare Position hat, dass sie sagt, wir sind für die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa, innerhalb der Europäischen Union. Wir sind gegen Abschottung, aber wir wollen auch, dass die Menschen, die hierher kommen, gleiche Rechte haben, das heißt auch gleichen Lohn bekommen, zumindestens einen Mindestlohn, den wir in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern haben, gezahlt bekommen. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn man die politischen Verhältnisse in diesem Land kennt, aber das war ein Thema, das wir sehr stark bearbeiten, mit Kolleginnen und Kollegen aus den Gewerkschaften selbstverständlich, aber eben auch als Frage, wie können wir die öffentliche Meinung beeinflussen in die Richtung, bisher leider noch ohne Erfolg, aber ich glaube, dass das Thema überhaupt auf der Tagesordnung ist, mit so einem Nachdruck, ist bis zum Wissen gerade auch unserer puren Existenz und dem Druck der Kollegin, ich gucke die Kollegin von Verdi an, natürlich der Gewerkschaft Verdi, der NGG, nicht aller Gewerkschaften, muss man an der Stelle sagen, zu verdanken. Zweites Thema, und da kriege ich vielleicht einen kleinen Bogen dann doch nochmal zu dem Punkt, ethnische Minderheiten, Migrantenorganisationen, wie man bei uns ja eher dann sagt, oder auch religiöse Organisationen schlagen. Ein zweites wichtiges Thema ist für uns immer noch die Frage Ende des Kriegs in Afghanistan, Rückzug der insbesondere deutschen Truppen, die ja auch in Afghanistan stationiert sind, aus Afghanistan. Anfang Dezember findet in Bonn eine große Konferenz statt, die sogenannte Petersburg-Folgekonferenz, 10 Jahre Afghanistan-Krieg, 10 Jahre, sage ich mal, Neuordnung Afghanistans. Wir als Linke unterstützen die Mobilisierung zu den Gegenprotesten dort. Wir wissen, es werden keine Massenproteste, wie einstmal ist die deutsche Friedensbewegung in den 80er Jahren geschafft, ab Hunderttausende von Menschen in den Bonner Hofgarten zu bekommen. Ich war da als kleiner Knirps auch dabei. Also das kriegen wir nicht hin, so ist die Situation nicht, aber wir wollen das Thema haben, wir wollen nicht, dass es dort einen Krieg in Permanenz in Afghanistan unter deutscher Beteiligung gibt. Und dort ist eine der Bereiche, wo es uns wirklich sehr gut
immer wieder gelingt, Anknüpfungspunkte in den religiös motivierten, in kirchliche Kreise zu schließen. Das ist, sage ich mal, der Bereich, wo das am besten klappt, nicht mit den institutionalisierten Kirchenvorständen, wobei auch da die evangelische Kirche immer wieder sehr klare Worte findet, wenn man an die Margot Kessmann denkt oder auch an andere, aber vor allen Dingen natürlich mit den vielen friedensbewegten Kreisen in den beiden christlichen Kirchen. Auf Bundesebene klappt es bis dahin sehr schlecht in dem Bereich, sage ich mal, der muslimischen Verbände oder auch dem der Migrantenorganisationen da anzudocken, da einen Kontakt hinzubekommen. Das ist sehr bedauerlich. Auf lokaler Ebene sieht das zum Teil anders aus. Ich würde auch hier an der Stelle, und das zum Schluss, ein bisschen die These, die gestern auf dem Panel kurz herrschte, bestreiten, dass die Migranten und Migrantinnen, vor allen Dingen die türkisch- und kurdischstämmigen hier in Deutschland, relativ schlecht organisiert sind. Das Gegenteil ist der Fall. Meine Erfahrung ist, dass die Communities immer noch, auch nach 50 Jahren Zuwanderung aus der Türkei, hier sehr gut organisiert sind. Die Frage ist, wie wir sie ansprechen, wie wir auftreten, wie wir als Linke, auch als linke Partei, dort wahrgenommen werden und nicht, ob die sich selbst organisieren. Das ist nicht das Problem, sondern wie sie in den politischen Betrieb, sowohl bei den Gewerkschaften als auch bei den Parteien eigentlich da angedockt sind und was da für ein Verhältnis sich entwickelt. Aber das vielleicht jetzt als letztes Wort, und dann können wir in der zweiten Runde immer die Anforderungen diskutieren, die an uns bestehen, und dann schauen wir mal, was davon geht. Danke. Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr euch hergeschleppt habt. Ja, ich meine Sprechposition sagen jetzt ist ein bisschen anders als bisher. Ich würde gerne ein bisschen erzählen aus der Erfahrung meiner politischen Arbeit im Rahmen einer kleinen, eher der radikalen Linken zugehörigen Gruppe mit dem großen Namen Gruppe Soziale Kämpfe. Wir sind als im Moment sozusagen wirklich eine Kleingruppe, zwei Handvoll Leute, und die von der Tradition sozusagen aus der radikalen Linken, vor allem der 90er Jahre, kommt, um so ein bisschen den Hintergrund kurz zu erläutern. In den 90er Jahren war, kann man sagen, sozusagen radikale linke Diskussion in Deutschland weitgehend öffentlich abwesend, insofern als es wirklich schwierig war, in der Öffentlichkeit Kapitalismuskritik zu thematisieren. Überhaupt das Wort Kapitalismus zu benennen, war ungefähr so, als ob man sich über Geschlechtsteile austauschen würde. Und gleichzeitig eine radikal-linke Strömung, die es gab, sich sehr stark klandestin organisiert hat, nicht ansprechbar war und und dann gab es einen Versuch, sozusagen vor allem über relativ junge antifaschistische Gruppierungen zu sagen, ganz sozusagen massiv aufzutreten, sagen, hier, wir sind Antifaschisten, Antifaschismus geht nur mit Antikapitalismus, aber hinter dem Antifaschismus können sich sozusagen verschiedene radikale Linke finden und dieses Thema sozusagen stärker wieder in Diskussion zu bringen. Das hat eine ganze Zeit lang, war das zumindest in gewisser Weise erfolgreich, hat auch eine neue, hat relativ viele Leute an den Schulen mobilisieren können, Nachwuchs sozusagen für diese Gruppierungen finden können. Ich glaube, dass mit dem Aufkommen der globalisierungskritischen Bewegung diese Art von sehr einfacher Kapitalismuskritik, sozusagen, die sich vor allem sehr plakativ geäußert hat, eigentlich nicht mehr up-to-date war und entsprechend auch viele dieser Gruppierungen sich getrennt haben, neu orientiert haben. Und zumindest war das ein Grund sozusagen für die Gruppe, in der ich Politik mache, dass es eine gewisse Erschöpfung gab nach einer Zeit von 10 Jahren, wo man immer wieder so Flugblätter macht, wo man praktisch eine Kurzzusammenfassung des Kapitalismus draufschreibt, sagt, warum das schlecht ist und sich wundert, dass das keine Massenwirksamkeit entfaltet. Der Versuch war, sozusagen zu verbinden oder sich sozusagen, also wir verstehen uns als Gruppe, die im Moment jetzt nicht unbedingt wahnsinnig erfolgreich damit ist, aber unser Ansatz war zu sagen, wir wollen gerne eine Verbindung herstellen zwischen radikaler Linker einerseits, zwischen gewerkschaftlichen
ansprechbaren Leuten für linke Themen, Parteien, sozusagen, wir wollen raus aus dem, aus der Szene, die weitgehend nur mit sich selber spricht. Und versuchen sozusagen eben dieser abstrakten Kapitalismuskritik und der Zurückweisung von Reformismus, die sozusagen so schnell aufkommt, sobald man ansatzweise über Realität gesprochen hat, sozusagen etwas entgegensetzen, was eine Übersetzung von Transformationsvorstellungen in diese radikalen oder überhaupt linken Kritiken waren. Gleichzeitig haben wir, das sage ich nur ganz kurz, sozusagen in Berlin anlässlich einer Auseinandersetzung um den Neubau einer Moschee relativ früh angefangen, eine Kritik von antimuslimischem Rassismus zu machen, zu versuchen, Leute zu mobilisieren gegen die sich dort populistische rechte Bewegung, die sich gegründet hat, und auch zu versuchen, den Aufstieg von antimuslimischem Rassismus und in Zusammenhang zu bringen mit neoliberalen Verunsicherungen, denen die Leute so ausgesetzt sind. Das war, als wir damit angefangen haben, auch nicht so extrem erfolgreich. Wir haben zwar gute Veranstaltungen gemacht, aber es war eigentlich relativ erschreckend, dass in vielen Bereichen der Linken in ihrer Segmentierung, die sie hatte, es ganz schwer war, sozusagen gegen die Gegenbewegung, gegen die Moschee zu mobilisieren. Weil die einen Leute gesagt haben, ich interessiere mich nicht für Religion, ich bin links. Die Antifaschisten haben eher gesagt, das ist ein Feld für die Antirassisten. Die Antirassisten waren dann auch da. Also, aber wir sind nicht groß geworden, im Unterschied zu der Gegenbewegung der Rechten, die sehr erfolgreich und sehr schnell mobilisieren konnte. Das ist jetzt auch vorbei, die Moschee steht jetzt und jetzt gibt es sozusagen keine aktuelle Mobilisierung. Aber das war so ein bisschen der Hintergrund. Vor dem Hintergrund haben wir, als die Krise sozusagen hier in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist, das war dann tatsächlich erst mit den Lehman Brothers 2008, eingeladen zu einem Bündnistreffen in Berlin, von sozusagen ja breit eingeladen und vorgeschlagen, sich in dieser Situation der Krise sozusagen zu positionieren und aktiv zu werden. Und parallel hat ein Bündnis aus ATTAC, linker Partei und linken Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in Frankfurt am Main auch ein Bündnis eingeladen. Und wir haben dann diese beiden Bündnisse zusammengelegt zu einer bundesweiten Orientierung. Es sind insgesamt sozusagen bei diesen Bündnissen jeweils 90 bis 120 Gruppierungen und Organisationen sehr unterschiedlicher Größe und Reichweite vertreten gewesen, also von kleinen trotzkistischen Grüppchen oder solchen kleinen Gruppen wie wir zu antirassistischen Gruppen, aber auch die türkisch-kurdische Gewerkschaft DİDİF oder die Partei Die Linke, das Netzwerk ATTAC und so weiter. Ganz interessant war als Erfahrung, dass sozusagen in dieser Situation das Bündnis sich gebildet hat und sich plötzlich, also dass sozusagen sich nicht die üblichen Erfahrungen des Bündnisprozesses wiederholt haben, die normalerweise sehr schnell in festgefahrenen Positionen sich gegenseitig Vorwürfe um die Ohren hauen oder eben sehr schnell deutlich wird, wo die Grenzen der gemeinsamen Bündnisfähigkeit sind. Also sozusagen konkret, wir hatten vorgeschlagen, eine Art sozusagen von Plattform zu bilden, die sich auf einen Dreischritt von Transformation bezieht, jetzt nicht notwendigerweise nacheinander, aber das war sozusagen der Versuch zu sagen, man braucht einerseits Abwehrforderungen, also unmittelbare Forderungen, die statt die Banken zu retten, sozusagen Forderungen aufstellen, was bedeutet es, die Leute zu schützen in dieser Krisensituation. Der zweite Schritt waren mittelfristige Transformationen, die sozusagen die neoliberale Umgestaltung der Gesellschaft versucht zurückzunehmen oder eben in andere Wege zu leiten, also ein Ausbau des Öffentlichen, Anhebung der Löhne und Sozialleistungen, Umgestaltung der Produktion in ökologisch nachhaltige Formen, Umgestaltung von Konsumptionsmustern, globale, sozusagen gerechtere Umgangsformen. Und das Dritte sozusagen, so ein bisschen undeutlich am Horizont, die globalen grundsätzliche Perspektive sozusagen, dass viele dieser Forderungen und Krisenmomente, die da zusammengekommen sind in der Situation, sich innerhalb des kapitalistischen Systems nicht lösen lassen und insofern sozusagen die Perspektive auf eine Transformation auch dieser Gesellschaftsform insgesamt gehen muss. Und die Idee war sozusagen zu sagen, wir müssen uns über die Ausgestaltung von dem dritten Schritt nicht einig sein, um jetzt zusammen aktiv zu werden, und das hat auf wundersame Weise plötzlich auch eine Zeit lang funktioniert, was, glaube ich, nicht zuletzt auch damit zusammenhing, dass es eine Situation war, in der selbst bis weit ins bürgerliche Feuilleton plötzlich die Legitimität des Kapitalismus
mal so in Frage stand. Da steht dann einfach im Feuilleton, vielleicht ist der Kapitalismus gar nicht die Lösung für unsere gesellschaftlichen Probleme, was wirklich vorher vollständig unvorstellbar war. Es gab dann aus diesem Bündnis heraus zweimal zwei parallele Demonstrationen mit jeweils ungefähr 20.000 Leuten, also die erste in Berlin und Frankfurt und die zweite in Berlin und Stuttgart. Und dann ist das so langsam ausgetröpfelt. Soll ich jetzt aufhören, weil jetzt ab jetzt wird es traurig? Und das kommt dann in der zweiten Runde? Okay. Okay. Vielen Dank, Christine. Traurig ist ein gutes Stichwort. Die zweite Runde auf dem Podium, auch, vielleicht mit der Bitte an die Sprecherinnen und Sprecher, ein bisschen schneller zu sprechen oder weniger zu sagen, damit wir nochmal die Gelegenheit haben, tatsächlich auch mit dem Plenum ins Gespräch zu kommen. Dann habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, Sachen, die ihr jetzt vielleicht nicht sagen könnt, einzubringen. Sonst sehe ich ein zeitliches Problem. Dann fangen wir die zweite Runde wieder mit Patricia an. Okay, as I said earlier, our organization works to try to figure out how to solve stubborn problems. And one of the ways that we know to solve stubborn problems is to get people on one accord and begin to think the same about a problem and how to solve it. Too loud. Okay, thank you. So I'm just going to talk to you a little bit about what we actually did to build the alliances. So first of all, in America, there are a lot of groups that do organizing, like just like you all have. Left Party is organized. You may have other communities that are organized. They have their own organizing body. They have their own goals, their own plans, and their own strategies. We went around to talk to the different organizations that were organizing around their own strategies and their own goals and getting something done, the ones that were getting something done. We did not try to go and get the whole organization to come and join us. We went for the leader of the organization to bring the leaders together to talk about whether they saw things like we saw them. For instance, do you feel like you're really winning in solving the problems that your people face? Do you really feel like what you're doing is going to get you to the end result that you keep talking to your people about? And most of them said, no, not doing what we're doing. We'll never get there. We need other strategies. Then we asked them, what is most important to the people that they serve? And we found that in many cases, our values were the same. Family, keeping our families together, having access to justice, being free. And when it came to the religious groups, something that was common was faith, to believe something that seemed impossible to other people. Redemption, that people could get better, things could change. Restoration, that we owe it to one another to give each other another chance. The problem in Chicago is that it is hyper-segregated. So the Arabs live together, the Asians live together, the blacks live together, and the Latinos live together. So when we go to school, our schools are black. When we go to church, our churches are black. When we go to the park, our parks are black. No other people are there. And it's set up that way, and Chicago celebrates that. That we are hyper-segregated. In some areas, there are some mixing, but largely it's separated. So the only thing we really know about each other is what we read in a book or what we see on television. And since most people are just basically watching television and not reading books, we have very limited understanding of each other. So one thing I heard Cindy say yesterday, she said, we have to give them strategies. She was talking about the people there they want to try to reach out to, perhaps reach out to. We have to help them. So we did not approach it like we have to give them strategies. We said we have to hear them and see what they believe and what works for them. And then we use what they say to help us
weave our common threads to create a fabric that can change the fabric of our community, the fabric of our city, the fabric of society. So as I spoke yesterday, we use a value-based approach. So we try to find out what the values are, what do people value, and then see if they're willing to fight for it for their own families. And usually the answer is yes. And then we use that yes, I'm willing to fight for it for my own family, to say, now, what you believe is right for your family, what you believe is good for your family, and what's just for your family, do you believe is also just for mine? Should my family have access to that same justice? What about if I'm Muslim? Should I have that same justice? What if I'm gay? Should I have that same justice? What if I'm Protestant? What if I'm Catholic? What if I'm Asian? What if I don't believe it's God? Do I still have access to that justice that you believe in? It helps to move us beyond our little tiny worlds and understand that we're really a big part of the problem. We don't believe everybody else deserves justice. We have to come to that. So when you're sitting in a room with these people of all ethnicities and we talk about what we want and what we desire and what our values are and what our hopes and dreams are, we find out we have the same hopes and dreams, and we have to make a decision about whether we're willing to stand up for each other or continue in the route that we're in. So what we did was we provided space for conversations. We brought people together. We didn't try to give them strategies or give them ideas. We heard them. We let everybody speak, everybody tell about what was important to them. And we provided a safe space. Because, in other words, nothing you say will be held against you. Because, as far as the Native Americans were concerned, you know, a lot of people didn't think of them as being educated or smart. They thought they were like alcoholics and, you know, really they failed, they lost, and they somewhere in the background. So when Native Americans come and begin to discuss their experience in America, none of us have the right to say, you should have done better than that. That's a shame that you let them do that to you. Why would you? We didn't allow that. Nobody could do that. When African Americans told about what happened to them, nobody was allowed to condemn them. Nobody was allowed to come in and say, what you really need to do was this. None of that. Because in that space, everybody has equal opportunity, and everybody is, we accept everybody's ideas and visions for their own families and for their own communities and how they see themselves. Now, in the process of that, some people change the way they think about themselves because they hear themselves talk. And as they hear themselves talk, they realize, wait a minute, the things I'm saying, it don't line up. So we said, this is a safe space, and you can say whatever you want to say. But once you learn, and we expect you to learn, we don't want you talking like that anymore in this room. Because if you still need to talk like that, then you need to go. Because we need the people in this room who are ready to weave our common threads and move an agenda forward together. We did not allow anybody to come. It wasn't like come one, come all. We identified the people that could come in that room. We tried to make sure that we were representing all different ethnicities and the religions, but we identified them, and they had to participate. We went on retreats. We did what we called the lived experiences, where Latinos or Mexican Americans presented to a group of people of different ethnicities, and they presented the lived experiences of the Mexican Americans. And we all sat and listened. And when we got through listening, we asked questions. There was no question that was dumb. A lot of times when you're around people of different ethnicities or religion, you don't want to ask them certain questions because you feel, you know, I should know that. But how should you know that if nobody taught you that? So, you know, it's this whole hegemony, this whole hegemonic, these hegemonic forces that makes us think that we already should know these things and we already do know them because we saw it on television. We made a decision that we have to teach ourselves because there's nobody else to teach us. We have to teach ourselves. So we went for not just for social change. A lot of people will go for social change. That means change some circumstances that you're dealing with. And a lot of times that may be our goal. You know, we just want to change these circumstances. That's what we want to do. But we have to move back from social change and try to think about what about social movement? Because we need more than just changing the circumstances. We need a change of the way we think and the way we see things
and the way we operate in society. That's the only thing that's going to make social movement. We have to have a collective interpretation about what the problems is, what the problems are, and how to solve those problems. And that creates the groundwork for a social movement. If, when I talk about changing the way we approach criminal justice in our country, let me just give you an example. If someone breaks in your car and steals your radio, then you call the police, who you pay. You pay the police. And the police chase them down the street, and he grabs them, right? And the police takes them to a building and locks them up where you pay the rent, the lights, the gas, and the food. And then after that, they take the person to court where you pay the judge, you pay the prosecutor, you pay the public defender, you pay the court reporter, you pay for the gas, lights, and everything in the building while they prosecute him, right? Then they say, oh, he's going to jail. So then you pay his rent, his food, his health care, and clothes for a year. And then you go home and pay for your radio. So you've been paying, you're the only one that's paying. You know, so people have to come to understand that just retribution is not enough. We need restoration. We need to be made whole. And part of being made whole is changing the way we approach the criminal justice system. But it's hard to tell, just get up in front of a group full of people who don't know anything about your way of thinking or anything and start telling them, we need to change the criminal justice system. Yeah! And they're like, really? I feel like these guys need to go to jail. They broke in my car. But when you think about all the ways you pay, you know, really, are you, who's benefiting, him or you? That's why when I hear Eric Mann and Leanne talking about, you know, anti-capitalism, breaking down capitalism, I'm not there. I'm nowhere near there. We don't even talk about destroying America. We talk about making America live up to its values, live up to the promise, the things that are written. We want them to live up to that for us, not just for some people, but for all of us. And like she was saying, in 2030, we saying tick tock, tick tock, tick tock. Clock is ticked down. But I work in South Africa all the time, and South Africa is much more black than it is any other group. More blacks than colors, more blacks than whites, but yet they're in bondage. So us becoming becoming the majority is not enough. We have to begin to see with the same eye, talk with the same voice, understand with the same heart, and defend everybody. And that means transformation. That means we got to change from where we've been taught. Our churches teach us these things about us alone, you know, thinking about only us. Our schools teach us alone, only us. Our family, the things we watch on television, everywhere we go, it's only about us. We have to open up our minds to see it's beyond us if we are to solve our problems. And that's when we believe that transforms us. And when we transform us, we're ready to be a part of any challenge and any battle. I wanted to say also that when it comes to religious groups, one of the hardest things we had was to get the Protestants to connect with the Muslims, because they felt like the Muslims was all about the devil and the Protestants was all about God. So we had to, you know, tell everybody, look, we're dying out here. You know, death is at our doorstep. We have a responsibility to solve these problems. We're here. And if we're here, if we're alive in this moment, in this generation, we have a responsibility to do something about what we're facing. So let us hear the Muslims and hear what the Muslims says. And we found out their religion is so close to ours, it's not even funny. I mean, we have so many things that are aligned. And we were thinking that we thought they was all about murdering people and all that. You know, they're not thinking about loving people or caring about people or faith or redemption or any of these. All these things, they had the same vision as we did for their faith. That opened us up to people of other religions. And we did it because what? If we didn't do it, we were gonna die. We wouldn't be able to solve our problems. Then the whole thing about gays and lesbians, that's absolutely when it comes to churches. You know, faith community, no, no, no. Especially black and Latino, absolutely no. But we asked ourselves, what are we really trying to defend? Are we trying to defend their lifestyle? Are we trying to defend their sex life? What are we trying to defend when we say we're willing to defend homosexuals and lesbians and queer? We're saying we defend their rights to access, to opportunity, access to justice, access to fairness, access to their families. That's what we defend. I don't care where they live at, how they look, how they dress, or what they do. I'm not
God. I'm not the one who decides who's right and who's wrong. I decide what I do is right and what I do is wrong. Nobody else. So that allowed us to go beyond our religious values. Well, should I say expand our religious values to include people no matter where they are in the world or no matter where they live or what they do. To understand that all these people deserve justice, and as people of faith, we have a responsibility to defend us all. So providing that safe space, identifying individual people, not just anybody, but individual people, and having those individual people learn, then go back to their organizations and teach. Their goal was to not only sit there and learn, but to go back to their organization and teach, and then bring the top leaders of their organizations in, and then they make the group bigger as we begin to talk, and then they go back out into their community and teach their community and bring those in until we had a group big enough now that in the last couple of months we did what we call redistricting, where we redraw the maps, the geographical maps for our area. And in Chicago, we had lost 180,000 black people left Chicago in the last 10 years. That's an exodus. And so therefore, blacks should have lost. And there was an addition of Latinos, so Latinos should have won. And that was a great time for the media to take and pit us against each other. Blacks have to lose because Latinos must gain. And in reality, whites lost too. Population was lost all over the state, all over the city and all over the state. But they wanted to pit us against each other. But because we had built those strong relationships, we came together with 50 organizations and we drew our own map. And in our map, blacks did not lose. Latinos did gain, but blacks did not lose. And we were able to present that map to our state legislature. And the leaders of the state legislature, the president and the speaker of the house, called us in to have a meeting with us to look at our map and try to figure out what in our map they could use to make their districts that they were drawing more fair and more equitable. They looked at our maps to figure that out. Had we not built those relationships where we start caring about each other and not just thinking about ourselves, black people would have been down there like, we don't want these Latinos, they need to go home, you know. And the Latinos would have been like, these blacks, they're criminals, they shouldn't get any more space. It could, you know, the Asian could have said, we're smarter than everyone else here, so why don't we have, you know, our area should be separate. People could have had all these different views. The Arabs could have said, we're Muslim and we've been discriminated against, we need our space. But we didn't. We said, no, everybody deserves their space, and let's figure out how to do it. And it's not easy. This has not been an easy task. We've been at this for 6 years now. It took us the first 3 years, we didn't do anything but meet. We didn't try to say, let's go and solve this problem or solve that problem. We sat down and just talked to each other until we got used to each other. We had dinner at each other's houses. Said, okay, this week the Muslims are going to the Catholic's house for dinner. This week the Catholics are going to the homosexual's house for dinner. You know, this week the Asians are coming over to my house for dinner. They're going to eat black-eyed peas and cornbread when they get to my house. They'll eat my food when they come to my house. I'm going to eat their food when I come to their house. I'm learning from them. They're learning from me. And everybody's equal. Nobody is treated as if they are, you know, something wrong with them. They don't put food in front of us that we don't eat. Like, what's that? We don't do that. Whatever that is, we just eat it. Yum. Because what? We want to build these relationships, these partnerships. And it takes time for those relationships, and I cannot stress this enough. Those relationships have to be built. It takes time. It is hard, but it's the only way to stabilize a group, to be able to mobilize a group, so when you say charge, there are people behind you running too, charging toward the same thing. Other than that, you'd be like, charge, you know, let's tear down the criminal justice system. And everybody would be like, okay, and that's it. You know, they won't be right there with you. But if they understand, like I just explained, they understand that we need restorative justice. We need justice that restores you and restores me. We need justice that has redemption in it, not just restitution. And that together we can do that when we make a decision about how to move our agendas together to solve problems for ourselves. So I hope let me just mention one other thing. We do build coalitions that do other things, like we build a public safety coalition.
Well, we were able to bring back $18 million to our city for public safety that otherwise would not have been there. But because we built these strong coalitions, we were able to go down to Springfield and fight for dollars to come back to us. We built, we won $15 million for a pipeline for teachers of color to be sure that we get more teachers of color. So we got $15 million from the state to fund this pipeline for teachers of color. Criminal justice. We passed three laws in criminal justice, sealing records for people with class four felonies, diverting people out of the system if they have a drug offense, and that's it. They also have diversion for felonies now. Access to employment. We fought for that. We've gotten jobs. So we've won, but winning for what? I mean, when we pass one law, they pass five. I go home, I don't know they pass five the same day I pass my one, until 5 years later when it impacts me. So therefore, I need people that, whether I'm in Springfield or the Latinos are in Springfield or the Asians or Afs, no matter who's in Springfield, that we all singing the same song. That this law is wrong and we refuse to accept it because it's going to defraud our communities. It will not make us safer. It will make us less safe and give us less opportunities. And it's time for real change in the criminal justice system. That's what we want. And we cannot get that without transforming people and transforming communities to transforming society. Thank you. All right. I think building alliances, it's not an easy thing. And I think part of, one, we're not used to working with each other. There's actually a lot of reasons for us to stay in our own comfort zones. Many of us are used to working in our own silos, and oftentimes, are interested in building our own power base and our own fiefdoms, and that when we enter into coalitions, it's temporary and transactional. And we look at people in terms that we look at processes or coalitions or even alliances out of self-interest, because of money, because of power, legitimacy. And I think that we often look at peoples and movements as disposable. And I think that part of building alliances is actually moving ourselves and the people that we work with to challenge us to be in places of uncomfort and to be in places of risk and to be in places of actually saying, if we want a different world, we're gonna have to be able to come out of those that place of comfort. And so part of, building unity is not just building unity for unity's sake, right? I think it has to be in the context, and I think we've seen it historically, that you cannot win or change society without actually building across issue sectors and movements. And I would say now across borders more than ever. And I think that for us, it is the strategic demand of the moment and the movement at this point of how is it that we improve and deepen our work with each other. I want to just raise a couple of problematics that I think I've heard here in the past 2 days. Because I think that there's some dangers that I think if in fact we're not clear about how we enter into relationships with each other, if we build, is that one, I think that there is the danger of saying that we're all the same, and that we're all human, and that there is an erasure of our identities, and or that we want a colorblind or a race, gender blind, or all of those things. I think that that's actually not helpful, and I think detrimental to our building. Number two, I also think in the United States, in particular, we suffer of this, which is what's called the identity politics, which is really about what we often say is like the oppression Olympics, right? I'm the most oppressed. You don't understand my situation. And in a lot of ways really essentializes your identity and sees you in a lot of ways as a victim. And I think that is the flip side of the colorblind, is that
we only essentialize, well, I'm a woman of color and I'm disabled and I'm dyslexic and, you know, you can go on and on and on about who you are and what you are, but I think at the same time, those two, if you enter into coalitions or alliances or actually as your strategic political engagement in anything, it leads you to, I would say, a dead end. And so I think for us, I think we need to move beyond some of those thinkings, and I think this is what transformative organizing and a framework actually gives room for. And I think the third thing that I just wanted to raise is that when the acceptance of people or the understanding of people cannot be conditional. Because you know what? The right wing and a lot of churches are all about what I do in my bedroom and what I do to my vagina. And so I think that it's important to actually say, as a queer woman of color, I want to be taken holistically, you know, because the right wing has no qualms and the church has no qualms to say what I can and cannot do and whether I'm a whole person or not. And so I want to push us that, you know, care has to be more about an alliance and knowing each other has to be. You can't just say, oh, I only like you for this and I don't need to know about you and what you do there. But I want to push us on that. So one thing I also want to say is that for me, I really believe through my own experience and my own consciousness and the consciousness that I've seen amongst people, and I think a lot of the members of Grassroots Global Justice and beyond, that I think it's really important to not be afraid of self-organization or not to see that as a threat. Right? So, and not to see it as divisive. So when people of color or women or young people or immigrants or Spanish speakers or Muslims say that they need space to organize and to have a political space be recognized, and that self-determination has to be honored. Oftentimes movements freak out whenever there's a caucus or whenever there's a need to call for those spaces. And so I think we need to orient about seeing those as positive, seeing those as supporting self-determination, identifying as an important process of consciousness raising and self-identification, but also a way to be able to say, I think Pascual's question is then how then we approach people, and then how do we perceive them, and then how do they perceive us, and how we enter into those relationships. But I do believe it's absolutely essential to not be afraid of people's own self organization. And I think it's important to support it for the bigger objective. So I was asked to actually talk a little bit more practically, right, how we build. And I think that there's a couple of concepts that I want to just bring into the conversation. One is intentionality around really putting our politics into practice, and I will call that praxis. That we actually, and I'm going to concentrate on two levels. Obviously, when we look at the multiple levels is individual, organizational, societal, institutional, I'm going to talk about just the individual and the organizational level. And I think that to me, time and time again, and I think all of us have known this, we can have the greatest theory or the right line on anything. We can be the smartest people about, you know, be the most articulate on what is the correct thing to say at any moment. But I believe for me, and what's the most valuable is our praxis. How does that theory convert and get reflected in your daily practice, both as an individual and also as an organization and a movement? And I think, quite honestly, the left is inconsistent. And I would say that it's inconsistent in the US, it's inconsistent through my engagement with our social movement friends around the world, and I think that to me, the notion of practicing our anti-racist, anti-patriarchal, anti-homophobic, pro-working class politics is hard.
And no one, I think, models it well, but I think that what we have to be engaged in is really beginning to model that on an individual level. So when we talk about transformative organizing, and I think Eric's book and Leanne's book really talks about that, that we have to model it. And I think this is also where we differ a little bit with the Alinsky model. It's like the role of leadership and the role of the organizer has to be able to model what does it mean to be anti-racist, anti-patriarchal, anti-homophobic, pro working class. And so I think to me that's one of the pieces that of intentionality that I think is really critical. How that manifests in our political work, I'm going to give the example of the U.S. Social Forum. So there's no copyright on social forums. Anyone can hold them as long as you adhere to the World Social Forum Charter of Principles. And in the U.S., when we were taking delegations to, particularly in Brazil, for the World Social Forum, they're like, "Well, when is the U.S. going to have a World Social U.S. Social Forum? When is it?" And I think, quite honestly, a U.S. Social Forum could have happened much earlier, and in fact, could have happened in 2003. And I think different folks attempted to do the Social Forum earlier on, and it failed. And I think part of what I want to share is that for us, we made, and I think Margate sort of mentioned this on Thursday, was that we made some controversial decisions on how to actually organize that process. And we believe that we said, you know what, if we were to call a social forum in the United States without actually doing the work of ensuring that we centralize people of oppressed communities, people of color, people that are impacted by neoliberalism, this will just be any other left gathering that is mostly middle class, mostly white, mostly academic. And we had seen examples happen in the US around that, that, you know, there was a sprinkling of people of color in that. And I think we went through this process of saying we need to be intentional about who makes up the National Planning Committee. We need to be intentional about which organizations are here so that people see themselves reflected in leadership, so that when we're framing the issues and we're talking about the organizing process, it looks and feels familiar to the communities we want to ensure are here. And that process got criticized. And in fact, a lot of people, including funders, including other movement sectors, didn't really believe that people of color, grassroots sector, can pull off an event and a process of that magnitude. And one of the things that I think we proved was that when people showed up the first day of the opening march and you saw thousands of people on the street, and you're like, wow, people were like, where are all these like young people from? Where are all these communities from? Every single state represented, indigenous peoples very visible in leadership, you know, transgender community very clear front and center. Like people then got confused in the US. It was like, how did that happen? And I think for us, our hypothesis was that if we actually were intentional about the process and ensuring who was there from the beginning and not tokenistically and be like, oh yeah, we don't have the women's movement. Oh yeah, we don't have the LGBT community. Oh yeah, it actually changed the way we actually did the work. Second thing is that I feel like to us is that attention to methodology, how we do the work, how we build a joint practice, how we expose people, how we shape their consciousness is really important. And I think to us being able to take those risks. So when we talk about in our movement around being an ally or showing solidarity, it means to me, how is it that when we're in spaces, we're calling out racist stereotypes or racist conceptions? And it's not only the people of color that are always having to do that. And that real alliance building and real allies and being in solidarity means somebody white actually taking that risk and being in solidarity and saying and intervening. One, allowing and checking in with the people of color, what do you want me to do? Do you have it? And then two, if not, I'm gonna stand up and take that risk. The same thing with patriarchy, right? How is it that we have in the movement a culture of not just the women taking on and calling it out or being able to hold accountability and really creating a culture that actually
patriarchal behavior and practices are not good for anybody, and they're actually stifling for everyone's participation. But how do then we create a culture where people, again, who may be straight or may be male or may be, you know, white or in positions of privilege, take those risks? Because to me, that builds trust. And to me, that builds relationship, and I know that you have my back, you know, and what we say in the US says, you have my back, that I know that I can be in different political spaces and you will uphold the vision of what we're saying in a very practical way. And so, like the example, you know, this level of Islamophobia is pretty deep. I think worldwide, and I think particularly in the US, and it's like, how is it that we confront those issues, but then what does it mean to be in solidarity, and what are the risks that people and movements are willing to take those unpopular positions, and why is it actually right? Why is it transformative, and why and how is it that we take people through understanding those pieces? I think the other thing that I feel like is really important is around, you know, moving beyond this transactional engagement with each other and really moving towards transformational. And I feel like for us, we have one of the main themes and the slogans of our Congress was really building grassroots internationalism. And grassroots internationalism for us means being able to have unity with each other in the US, but also being able to have unity with each other, with our global brothers and sisters and social movements. And I think that for us, like, we have to stop seeing ourselves as what is it that we can do in a short term, but begin to push ourselves towards that long-term vision. Because if we have that vision, we can still do our work within the specific community of immigrant women or the trade unions. But if we have clarity, a vision of where we're heading to and what the solidarity looks like on the ground and politically, then I think there's ways to be able to move towards that strategic alignment. And so I feel like, to me, some of the ways that I think that also shows up is in the, can you give me a time check? I should wrap up? Okay, sorry. So one of the ways that I think that to me, I see this also play out is that sometimes we have demands that we wanna be able to win. And I think that we always have to stop and pause and examine, does your win mean my loss? Or does your win means the loss, the compromise of that community? And I think that part of what we see in the US, and I think this is another piece of point of a difference with the Alinsky model, is that it is all about wins. And for me, of course we wanna win. Of course we wanna make changes in people's material lives, but I don't want our victory to be at somebody else's cost. And we see that time and time again, where a certain sector of the population or a certain sector of the community gets sold down the river because basically we need to be able to win. We see that in unions and community benefit agreements. We see that in how people look at elections and what are the issues that are important. And I feel part of what we want to do is begin to say, how do we push ourselves to really begin to think of how we talk about our demands in a counter-hegemonic way? So a concrete example, you know, and the brother talked about Afghanistan. You know, there's a lot of people, basically this example of, you know, a lot of the liberal white feminist, under the pretext of protecting women in Afghanistan, basically supported the war agenda and supported imperialism. And in fact, we're pretty paternalistic, right, to how it is that they were seeing the war and excusing the war. And rather than actually starting from a different point of talking to the women's movement and the feminist movement in Afghanistan, and being able to say, you know what, how is it that we can look at this differently and what could be our demand, and white feminists take on the war on terror and the detainment of thousands of men, in particularly globally, but also in the US, and how that had that impact on people's families and communities and the women,
the transformative moment at that point would have been to not do the easy thing, which is fall into a traditional way of looking at the war or feminism and falling into right into empire building's hands, but actually say, stop, no. What would be the transformative, revolutionary way of looking at this that would really undermine the underpinnings of empire building? And what would it mean for us to build with the women? What would true feminism look like if we actually did this a very different way? And so I think it's those moments, those pauses, that I feel the movements in the US and I think globally have to be able to do, because what is then the real win in that situation? That thousands of people have been killed and massacred in the name of what? And is there really truly women's liberation? And I think at the end, after 10 years, we would probably all say no. So I think that that is some of the examples of how we begin to do things differently, and I think what's necessary at this point in trying to build alliances that are much more long-term and permanent and really take us to a whole new level of, basically what I like to say is we need to not recreate the mistakes that we keep doing. Let's learn some new mistakes. And so part of that is let's actually have a different paradigm that we operate, because I think the moment needs us to at this moment point. Thank you. Vielen Dank, Cindy. You'll need your headphones now again. I agreed with myself and Christina that this panel will end at 12:45, if that's okay with everyone. There's no problem with lunch. Es gibt, Entschuldigung, das Panel geht bis 12:45 Uhr. Habe ich nebenher mit Christina geredet. Es gibt kein Problem mit dem Mittagessen. Pascal verzichtet auf seinen zweiten Beitrag zugunsten einer Diskussion mit Ihnen. Vielleicht Christina noch mal ganz kurz zu dem traurigen Teil. Also die tatsächlich die Analyse vielleicht auch, was war ausschlaggebend für das Scheitern oder das traurige Ende? To have a real, um einen wirklich inspirierten Einstieg in die Diskussion zu finden. Also ich glaube, was nicht gelungen ist an dem Bündnis, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, dass es ja recht erfolgreich durchaus nicht so kleine Demonstrationen organisiert hat und auch eine sehr, sehr viel größere Demonstration des Europäischen Gewerkschaftsbundes, würde ich sagen, schon mit also herausgefordert hat. Ich glaube, es gab keine große Bereitschaft beim Gewerkschaftsbund, ursprünglich daraus so eine große Sache zu machen. Aber es gab, glaube ich, von dem, es ist uns und es ist, finde ich, insgesamt in der Frage, wie kann man diese aktuelle Situation von Krise und Kürzungspolitik transformieren, nicht gelungen, eine realistische Bündnisperspektive zu entwickeln, die einerseits die Forderungen der prekären und marginalisierten und Erwerbslosenbewegung auf der einen Seite und die Forderungen der Gewerkschaften in Vertretung eher ihres Kernklientels nach guter Arbeit so zu verbinden, dass daraus wirklich sozusagen etwas vorangeht. Ich kann das vielleicht versuchen, kurz zu erklären. Es gab ja die Einführung sozusagen des Workfares in Deutschland um die Jahre oder bis zum Jahr 2004 und es gab dagegen einen in dem Bereich erfolgreichen Bündnisversuch zwischen linken Gewerkschaftern, einigen Verdi-Bereichen, prekären, Erwerbslosen und so weiter. Also es war sozusagen ein unten bis Mitte Bündnis ein bisschen. Die haben sich auf eine Dreiklang von Forderungen geeinigt, der heißt 530-10, das heißt Anhebung des Regelsatzes Hartz IV von ungefähr 350 auf 500 Euro im Monat als Sofortforderung, 30 Stunden Reduzierung der Arbeitszeit auf 30 Stunden die Woche bei Lohnausgleich und 10 Euro Mindestlohn. Und auf der anderen Seite ist sozusagen die gute Arbeitsseite, die natürlich sehr berechtigte Interessen mitvertritt, also das soll ich gar nicht, will gar nicht sagen, ich stehe auf einer Seite dabei, für die ist eigentlich dieser Dreiklang von Forderungen eher eine Bedrohung der Prekarisierung gewesen, also für Leute, die noch gewerkschaftliche Löhne im produzierenden Gewerbe
verdienen, für die klingt 10 Euro Mindestlohn nicht nach etwas, was sie wollen und in gewisser Weise auch berechtigterweise nicht wollen, aber das ist sozusagen ein Bewegungsproblem gewesen, eine Perspektive zu finden, in der sie das zwar nicht für sich wollen sollen, aber trotzdem eine gemeinsame Kampfplattform entstehen könnte. Es gab dann vor allem von Seiten der IG Metall sehr schnell den Einstieg in eine Neuauflage des Kooperatismus, der eigentlich ja schon tot war, in dem versucht wurde, sozusagen in dem... Ja, weil sie sehr viel, weil das Kernklientel in der Produktion, in der Autoproduktion zum Beispiel, verdienen einfach sehr, sehr viel mehr. Also für die, die kriegen sagen 25 bis 30 Euro die Stunde. Huh? Oh, I'm sorry. Die Frage war, warum sich die Gewerkschaften bedroht gefühlt haben. Genau, und das ist sozusagen... Das war ein Bündnis und auch ein Förderungsbündel, das vor allem eben die Interessen der Prekären aufnimmt und versucht hat, das in den Bereich des Niedriglohns auszuweiten. Aber es gab keine Plattform, die sozusagen die Interessen der Beschäftigten, die noch nicht im Niedriglohn sind, sozusagen mit repräsentiert hätten. Und auf der anderen Seite hat die IG Metall sehr schnell eben diese Verhandlungsrunde, ist darin eingegangen, die... Regierung, Unternehmensverband und eben die Gewerkschaften gebildet haben und sich geeinigt haben auf ein Maßnahmenbündel. Das ist die Abwrackprämie, also die, sozusagen das Auszahlen von Geld an Leute, die ihr altes Auto verschrotten und dafür ein neues kaufen als Nachfragestimulierung. Eine Stützung der Autoindustrie, das ist sozusagen der Deal gewesen, wenn die Banken Geld bekommen sollen, auch das produzierende Gewerbe. Geld bekommen, was dann aber bedeutet hatte, dass man eben diese nicht nachhaltige, ökologisch sinnvolle Form sozusagen der Produktion gestützt hat. Und das Kurzarbeitergeld, was vor massiver Arbeitslosigkeit schützen sollte, sodass die Leute nicht, obwohl es nicht produziert wurde, in der Zeit nicht entlassen worden sind, sondern 1 bis 10 Mal im Monat zur Arbeit gekommen sind, aber einen Prozentsatz ihres ursprünglichen Gehaltes weiter erhalten haben. Entlassen worden sind, die ausgeweitete Anzahl von Leiharbeitern, die als Ergebnis sozusagen der Liberalisierung des Arbeitsmarktes in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Aber gerade in den Bereichen, wo sozusagen die Industrie noch stark ist, also stärker im Südwesten, gab es für viele Beschäftigte eine reale Interessensübereinstimmung mit ihrem Betrieb. Sozusagen gerade im Zulieferungsgewerbe war für die Beschäftigten ganz klar, wenn sie der Forderung 30 Stunden Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich zustimmen, dann ist Ihr Betrieb in 2 Monaten pleite, also können Sie sich dem sozusagen nicht anschließen. Inzwischen hat sich die Situation ja sehr geändert. Aufgrund der anhaltenden Niedriglohnstrategie in Deutschland gibt es ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, diesen Exporterfolg. Also sozusagen Deutschland ist sehr stark auf der Exportseite. Das heißt, dass in den produzierenden Gewerben Vielfachschichten gefahren werden und sozusagen die gänzlich leergelaufenen Arbeitszeit konnten aus der Krise jetzt sozusagen schon wieder im Überhang sind. Auf der anderen Seite waren diese Prekären mit der Bündnisplattform sozusagen 530/10 sehr stark geprägt von den Verlust, also von der Niederlage aus dem Widerstandversuch gegen die Workfare-Reform. Und dieser Niederlage hat sagen, auch eine große Hoffnungslosigkeit und Mobilisierungsunfähigkeit oder Unwilligkeit beim Klientel hervorgerufen einerseits. Also wenn man versucht hat, vor den Arbeitsämtern zu mobilisieren, haben die Leute sehr oft gesagt, ja, ja, das ist schon richtig, man soll das machen, aber wir haben das alles schon durch und wir haben ja gesehen, dass es nichts bringt. Und es gab ein großes Misstrauen gegenüber den Institutionen wie den Gewerkschaften und der Linkspartei, obwohl die Linkspartei eigentlich sehr stark die Forderungen der Prekären gestützt hat, ist es doch so, dass sie sich immer nicht genügend repräsentiert fühlen und bezogen auf die Gewerkschaften ist es durchaus ja auch in dieser Runde sozusagen eine erneute Erfahrung gewesen, dass die Präferenz zumindest der Metallgewerkschaft stärker bei dem eigentlichen Kernklientel liegt, was immer weniger Leute sind, aber eben eine starke Macht innerhalb der Betriebe noch bedeutet. Und bei Verdi, vor allem den linken Flügel von Verdi war das sozusagen anders, die stärker zu der Stützung dieses Bündnisses und auch der Plattform tendieren
und an dem Ausbau des Öffentlichen natürlich ein stärkeres Interesse haben, sozusagen bei der Privatisierung der staatlichen und öffentlichen Betriebe verlieren sie natürlich andauernd. Das Bündnis ist in dieser Konstellation, würde ich sagen, also es sind noch verschiedene Aktionen gelaufen, aber letztlich 2010 eingeschlafen, vor allem das in Berlin, brauche ich keine Details darüber zu erzählen, das war nämlich ganz genau so, wie Sendolo gestern erzählt hat. Also die Leute haben gesagt, warum gehen wir nicht zu schon existierenden Bündnissen, lasst uns unsere Forderungen verändern. Es ist wichtig, dass wir ganz konkrete Sachen nur haben. In Berlin war gerade erfolgreich ein Volksentscheid über die Offenlegung der Verträge bei der Privatisierung der Wasserbetriebe. Und dieser Erfolg sozusagen hat man gesagt, ja, das, sowas brauchen wir jetzt. Wir müssen uns jetzt schauen, dass wir uns auf Mieten beziehen und so weiter. Wenn man sich die Umfragen anschaut, wie die Leute sich fühlen sozusagen, dann kann man sehen, dass es eine ganz starke Unzufriedenheit gibt. Die gab es auch schon vor der Krise. Am Anfang der Krise gab es sozusagen eine große Aufregung, weil da gab es eine Umfragemethode, in der sozusagen anonym Sätze der von führenden Personen der Partei Die Linke Leuten vorgelegt worden sind, die so Sachen gefragt haben oder Sätze, Aussagen waren, die wie man kann zu großem Reichtum in unserer Gesellschaft nicht in rechtmäßiger Form kommen oder die großen Industrien sollten enteignet werden. Und dem haben sehr, sehr viele Leute zugestimmt. Was in gewisser Weise auch ein bisschen der Schwung dann war, sagen wir, man dachte, okay, wenn es schon so eine große Zustimmung gibt, dann hat es Sinn, sozusagen da in diese Richtung stärker zu arbeiten. Es gibt weiterhin eine große Unzufriedenheit, auch zum Teil explizit, wenn das abgefragt wird mit Kapitalismus. Es gibt das Gefühl sozusagen, dass der gesellschaftliche Vertrag von harter Arbeit tauscht sich gegen soziale Sicherheit gebrochen ist. Aber es gibt keine Handlungsoptionen darin. Also es gibt auch sozusagen in den gewerkschaftlichen Bereichen, wenn man die Leute, also gibt es Umfragen oder Befragungen, die zeigen, dass es eine große Erschöpfung, einen großen Stress der Leute gibt, eine große Wut über die Entwicklung, aber es gibt keine Vorstellung von, worauf sich diese Wut richten könnte und es gibt auch kein Angebot, sozusagen jetzt in dem Sinne von der Gewerkschaft zu sagen, das ist jetzt der Punkt, an dem wir kämpfen, also jetzt die Erhöhung des Rentenalters oder andere Punkte, das machen wir jetzt zu dem Punkt, an dem wir das durchfechten. Zusätzlich ist so, dass sozusagen dass die Diskussion um Schulden und Staatsverschuldung eine, kann man sagen, ideologische Lähmungssituation hervorruft, weil kaum jemand in der Lage ist zu sagen, warum Staatsschulden eigentlich kein großes Problem sind, sondern die Vorstellung sozusagen, das ist so, wie wenn ich zu Hause eben kein Geld in meiner Kasse habe und mir nicht zu essen kaufen kann, so kann auch der Staat nicht für nichts sorgen, wenn er kein Geld hat. Das ist so ein mächtiges Bild, dass es kaum möglich ist, sozusagen dagegen Alternativen stark zu machen, also jetzt rein in der Öffentlichkeit. Und es gibt eine große disziplinierende Wirkung der wirtschaftlichen Absturzerfahrung in den sogenannten Peripherien, die ja jetzt dann sozusagen bis an die Alpen reichen schon, das heißt, wo die Leute das Gefühl haben, das kommt immer näher. Und vor diesen wirtschaftlichen Problemen kontrastiert sich sozusagen das Modell der Regierung, also die Löhne zu senken, dadurch Exportmöglichkeiten zu schaffen, Arbeitsplätze zu sichern, sozusagen als Erfolgsmodell, das viele Leute einbindet, auch wenn sie damit nicht zufrieden sind. Aber es gibt sozusagen eine Hegemonie ja auch in der, wie hat das jemand gesagt, man muss das nicht lieben, das Modell dafür, dass es hegemonial ist. Und so, glaube ich, ist sehr stark die Situation im Moment hier. Und es gibt, also um das ganz kurz zu sagen, es gibt kein Modell, glaube ich, kein strategisches Modell, wie man aus der großen Unzufriedenheit ein Handeln macht, was sozusagen zielgerichtet oder transformatorisch wirksam werden könnte. Sowohl also bei den großen Parteien nicht, als auch in den jeweiligen Gruppierungen oder auch nicht in der radikalen Linken. Es ist sozusagen ein relatives Schweigen in dem Bereich, weil es keine Ansätze gibt, Ideen sozusagen, wie man darüber hinwegkommen könnte. Ich versuche die ganze Zeit noch irgendeinen wunderbaren Abschlusssatz, der diese deprimierte Stimmung wieder hochzieht, aber ich finde leider keinen. Deshalb höre ich mal auf. Vielen Dank, Christina. So deprimierend fand ich das gar nicht. Zu sagen, was ist. Punkt, Punkt, Punkt. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich vorschlagen, dass wir das Gespräch tatsächlich gleich in den Raum öffnen. Es ist jetzt 12:30.
würde erstmal 15 Minuten tatsächlich ansetzen. Wenn es von Ihrer Seite Fragen, Kommentare, auch vielleicht eigene Beispiele gibt, sehr gerne diese beizutragen. Darf ich eins ergänzen? Das Plenum am Nachmittag ist ja tatsächlich auch als aktiven Runde und eine Art sozusagen gemeinsames Gespräch gedacht. Also es ist jetzt auch so, dass wir Teile der Diskussion dann auch darüber ziehen können, sozusagen nicht, dass die Sachen dann sozusagen nur so im Raum stehen. Sie hatten sich gemeldet. Es gibt ein Mikrofon. Well, again, these panels are great, and I really appreciate and learn from everybody on the panel. One of the very positive things that I was concerned about yesterday is I didn't feel that the German speakers focused enough on the Nazi past and its impact on the present. In the United States, in terms of transformative organizing, we do think telling the United States master narrative of built on slavery, built on the genocide of Native Americans, built on the stealing of northern Mexico, is not just rhetorical. When Leanne opened up Friday night that way, it's because that's when you say, tell me a story. In our country, that's the story you have to begin with, and if not 1492. And I think Germany, you know, for instance, is now the NATO involvement, as you were saying, not just in Yugoslavia, but now in Libya. The powerful role that Germany is playing, in my understanding, in the bankruptcy of Greece and the hard line that they're drawing with the Greek working class, it just means that I think it's important for that to be more prevalent, and I think it was more prevalent at this panel, is my point. That I think that Yilmaz? Yilmaz is one of my last names. Okay. Koray is my first name. Koray? Well, I thought that your discussion of the migration and immigration and dealing with the historical racism in which it was framed was very, very good. I thought that Christina, for the first time, you know, I did not know that you were also at a left group, which is very interesting. And you discussed at least the anti-fascist parties, which I would have been interested in even more discussion of, but the point is it was on the agenda. And I would just suggest that I think, I don't know how much anti-Nazi studies there are at the university or classes, but I think integrating something that just happened, you know, very recently, as a Jew, it's a very important signal, not just to me, but others, that the German comrades understand that. As a white person who deals primarily in black and Latino Asian communities, I make many references to the racism of the United States as a way of a trust-building situation, not just, it's part of my politics, but it's a reach out to make it very clear that I don't identify with the dominant white culture. So that was the first point. And so I'm saying, just to be clear, that this panel was in some way a corrective for me, that if I hadn't heard this panel, I would have had just the view that this is not part of the discourse on the left. And I think it should be more so rather than less so. And I wanted to reach out to Patricia to just say that, you know, you had said that Leanne and I use anti-capitalist rhetoric and that wouldn't be very valuable to you in your work. First of all, I want to thank you for having an open discussion of that. But I just wanted to say a couple of things, that I think if we were in LA, we would be very close allies. So for instance, the Strategy Center has a campaign called the Community Rights Campaign, which is dealing with the pre-criminalization of black and Latino youth in the high schools. And while there's a slogan around calling the school to prison pipeline, we say, but that gives the school too good a reputation. The schools are becoming prisons. So it's really the prison to prison pipeline, because the cops are all over the schools now. They have zero tolerance policies. So we've been working on the
stopping these truancy tickets where young people are being arrested on their way to school. And we've just won a major victory of the LAPD stopping that policy. And now we have an ally in the city council who's trying to actually get rid of the whole law, because as you were saying, we work internationally in terms of global warming. We organize bus riders around a value system that begins Stop Transit Racism, because we think the discussion of racism is integral to understanding why the buses in LA are so bad and why the bus systems all over the United States are being crashed down because of so-called budget cuts. So we have an organization with 100 people that come to the general membership meeting. People come off the bus. We can turn out usually 200. We've turned out 250 people for our last two events. Our organization is primarily, again, Black, Latino, and Asian. But it's important to understand, for our organization, the anti-capitalist politics, the anti-imperialist politics, is a unifying form. And these are low-income, working-class people who say, we like to talk about the system. It's, you know, in the 60s, we kept saying, it's the system. Some people said, it's the white man's system, it's the white power structure. But we were all trying to change the system. And now giving more structure to it and saying, how is it possible for Obama to give trillions of dollars to the banks and nothing for the people that foreclosed upon? It's not just Obama's problem. Why did Obama hire Larry Summers, who was the architect of the financial gambling that led to the economic crisis? So we just talk systematically about it. We don't come up to people on the bus and go, hi, I'm from the anti-capitalist group. We talk to people on the bus about the problems. But over time, we have members who say, well, I'm from El Salvador, and I was fighting capitalism, and I was fighting your government because of what U.S. imperialism did to my country. Or we'll meet people from the Black Panther Party who are still around and like the systemic discussion. So I still think a value-based conversation is a good one. And we operate with a value-based conversation as well. But we use some more political terms in which we situate those values. And given the fact that you say we can't do it alone, I have no question that we are allies and we'll do it together. Thank you. I'm sorry. Hi, I'm Aiden with Sindolo from People's Durham and Freedom Road. I had two questions for Pascal. it was really interesting to hear how you think of Die Linke and what you're wanting to build as a movement party. And you know, you mentioned that the U.S. context is very different. You know, in part because of our electoral system, we don't have a mass party of the left. We don't have a mass party that is engaged in politics. And so hearing about how you are able to channel state resources to movement building and movement institutions is really exciting and interesting to hear. You know, another big part of the U.S. context is the intense anti-communism that, you know, impacts the way that we're able to talk about our politics. One of the public school teachers that we work with, they have to actually sign a statement when they get a job with the public sector saying that they don't have revolutionary politics or that they won't teach anything about the revolutionary overthrow of the state. So it's very, very pervasive. And obviously it affects the way that we talk about our politics. A lot of movement organizations in the US are beholden to private foundations and to state bureaucracy, and have to really limit and kind of depoliticize the way that we talk about things. So I think you've done a really great job getting the group of people together that you have, because you know, Steve and Eric and Cindy kind of are like the social movement left, you know, very representative of the social movement left in the US. And what they talk about as transformative organizing is very informed by
a revolutionary analysis and a revolutionary strategy. So what I wanted to ask you, actually I had two questions. One is, does Die Linke think of itself as a revolutionary party? Are you able to talk about yourself as a revolutionary party? And in that sense, do you have, you know, a revolutionary analysis and strategy, or is it more that you're kind of limited to having to manage the state, the current state, and the current economy in the interest of working people? So, what kind of, you know, leverage or what kind of room do you have under the current system? And then the other thing was, I was really wanting to hear what you all think about the project of 21st century socialism that's being developed in Latin America. And do you do anything along the lines of what they're doing of trying to build a participatory democracy or protagonistic democracy? Do you have like local people's assemblies or see that as something that you're interested in doing? Dankeschön. Ich würde vorschlagen, wir sammeln die Fragen und dann gibt es dann noch eine kurze Abschlussrunde auf dem Podium. I suggest that we collect questions and then there's a brief, really brief closing statement by everyone on the podium. I have more of a comment than a question, is that okay? Okay, I just wanted to contribute something. I'm from the US, I've spent some time in Germany. But I wanted to contribute kind of a concrete point about alliance building, since you guys were asking how to do that. As a white person, and I think this applies to anyone in a position of power, you're straight, you're male, whatever. I think one really important thing that I learned is knowing when to step aside, and I think that's a really important piece of being engaged in building alliances and working with really diverse networks, is that understanding where your privileges are and other ways in which you're not privileged, and knowing what contexts and which scenarios it's appropriate to give the microphone to someone else. And I think this is a really hard lesson to learn, because when you're fighting for something and you're really passionate about something, you really want to be speaking and talking and the one out there who's fighting. But I think there's times when the best move is to let other people do that and be more of a follower. And there's obviously a balance, but I just think that's an important lesson that I've learned in my own work, so. Hi everybody, my name is Emanuele. I'm a researcher in social movement studies, but I'm also a member of social movement. I'm involved in Attack in Italy. I'm living in Berlin, based in England, long story. I thank you so much for coming, and especially because I heard a lot of very interesting things. Something in my understanding is missing. It was stuck, but the point is, we chart the relationships between the social movement, or what is outside the political system, and the political system itself. You know, opening door and transforming demands coming from outside the political system and producing an output, a current output, according with the demands. This is a big, big issue for the idea of democratization of the society. In my original country, in Italy, it was a large debate about what happening at the age of the left, when people does not trust in the capability for the political system to represent their own interests. Certain groups outside the system, you know, Wallerstein, and you know, anti-systemic movements, people provided by themselves. And this is a big critical point in my personal view on the bridges between the system, political system, and social movement. When the system closed door, or when the system is not able to transform this kind of demands, people lose the trust
to be represented currently. So the question is, what to do in the near future to make, you know, Patsy Halley, she wrote a very good book about planning and representation, and she said, what to do to make a better place to live and work, and in a performative view to, it's a very difficult issue, to interact in a better way with the structure of the political opportunities. Thank you. I suggest that we start with Pascal this time and then go in this direction. So Christina has the last word. Kopfhörer auf. Ja, vielleicht beginne ich auch sehr direkt mit den Fragen. Versteht sich unsere Partei, die Linke, als revolutionäre Partei? Das ist eine Frage, was man als revolutionär bezeichnet. Wir diskutieren gerade unser neues Parteiprogramm, unserem Parteiprogramm im Entwurf, der im Oktober verabschiedet werden soll, steht sehr klar und deutlich drin, dass wir eine demokratisch-sozialistische Gesellschaftsordnung anstreben, also Überwindung der kapitalistischen Eigentumsform. Aber wir sind keine Partei, die an die putschistische Veränderung einer Gesellschaft glaubt, also durch eine gewaltsame Machtergreifung die Gesellschaft verändern will. Wir glauben an eine demokratische Transformation. Wir glauben, dass auch eine Gesellschaftsveränderung nur mit Mehrheiten möglich ist, und wir glauben, dass das auch nur möglich ist, indem man das so macht, dass man die Menschen mitnimmt, also an den konkreten Problemen und Konflikten beginnt. Das heißt aber, und dann wird es ja in der Praxis ganz konkret, natürlich auch, dass man in den bestehenden Verhältnissen Reformpolitik betreibt. Und das kann man natürlich dann auch schnell negativ bezeichnen, als man versucht, irgendwo nur die laufende kapitalistische Maschine am Leben zu halten. Das ist nicht mein Verständnis von Reformpolitik. Reformpolitik muss auch im Kapitalismus in der Lage sein, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, und darf nicht in diese Form denunziert werden. Aber es gibt die Diskussion auch natürlich in Deutschland in der Linken, und die radikale Linke setzt ja immer dort auch in der Kritik, oder die Linksradikalen setzen in der Kritik häufig ja an der Stelle dann auch an. Wir, wie gesagt, glauben, dass es einen Reformansatz braucht, der aber eine transformatorische Perspektive braucht, und das schreiben wir auch so in unser Programm fest. Aber die Praxis ist natürlich das Entscheidende. Die ist konkret, und da ist es die Frage, tun wir diesen Kriterien immer gerecht werden oder nicht? Das ist dann die spannende Frage. Und ich sage mal, dort, wo wir dann eben in die Situation geraten, wo wir so stark werden, dass wir auch in die Regierung eines Landes kommen, wie hier in Berlin, stellt sich diese Frage natürlich dann doppelt an der Stelle. Und da ist dann natürlich gerade unter bestehenden Rahmenbedingungen die Frage, wie verhält sich eine Partei gegenüber eben selbstorganisierten Interessen in der Stadt? Wie verhält sie sich gegenüber Bewegungen? Begreift sie diese als Rückenwind in der Auseinandersetzung mit den anderen Kräften, die für Beharrung oder Rückschritt stehen? Oder begreift sie sie als Bedrohung? Das ist für uns die strategische Frage. Ich formuliere es mal so als Frage. Und umgekehrt natürlich auch, wie verhalten sich die außerparlamentarischen Kräfte dann in Bezug auf uns? Also das ist jetzt, soll nicht die Verantwortung verschieben, sondern versuchen sie da auch eben uns als Bezugspunkt zu nehmen, sofern wir das auch entsprechend zulassen und machen. Das ist die spannende Frage, auch in der Regierungsverantwortung natürlich. Zu der anderen Frage, ich glaube, es ist entscheidend, dass wir als Linke, die nicht nur einzelne Themen behandelt, einzelne konkrete Probleme, die Hundescheiße war gestern das Thema, aber auch andere Sachen kann man natürlich da nehmen, die die Menschen wirklich bewegen, dass wir dort nicht stehen bleiben, sondern natürlich eine konkrete Alternative, gesellschaftliche Alternative
auch in den Raum stellen. Das versuchen wir als Linke, aber wir sehen natürlich auch die Geschichte der Linken, auch durch die Geschichte der gescheiterten Sozialismusversuche in Osteuropa, natürlich auch gewarnt, dass man jetzt nicht ein ganz fertiges Modell einfach präsentieren kann. Ich glaube aber trotzdem, dass man daran arbeiten muss, konkrete Alternativen vorzustellen. Nur der Antikapitalismus genügt nicht. Sag ich mal, die Leute brauchen auch eine Vision, zumindest Ideen, wo es hingehen soll. Die müssen konkret sein, handhabbar sein, damit sie mobilisierbar sind. Aber sie müssen darüber hinausgehen. Da sind die Ideen, die aus dem, sag ich mal, die auch in Süd- und Mittelamerika dort diskutiert werden, sicherlich eine wichtige Anregung. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir das eins zu eins jetzt sagen, dass das funktioniert. Es gibt ganz kleine Ansätze, wo man sagt, ja, wir wollen auch hier, dass Bürgerhaushalte beispielsweise, wie sie in Brasilien existieren, in Porto Alegre und anderswo, dass sie hier in Deutschland, in Berlin implementiert werden. Aber das ist keine transformatorische Perspektive, sage ich jetzt mal. Das sind kleine Bausteine von mehr Bürgerbeteiligung. Und ich glaube aber, dass wir da die Diskussion intensivieren müssen. Unser Leitbild an der Stelle, das zum letzten Satz da vielleicht, ist das Leitbild der Wirtschaftsdemokratie, der Demokratisierung der Wirtschaft, ein Konzept, das auch, sagen wir mal, eine lange Tradition in der sozialistischen, sozialdemokratisch-linken, gewerkschaftlichen Debatte hat, Demokratisierung der Wirtschaft vom einzelnen Unternehmen angefangen bis hin auf die gesellschaftliche Ebene, eben als Alternative zu einem staatsbürokratisch organisierten Sozialismus, wie wir es eben in den osteuropäischen Ländern kennengelernt haben. Soweit erstmal. Vielen Dank. Patricia? With my 3 minutes. First of all, I wanted to hit on what you said earlier about taking the role in the organization. And that's something we haven't really talked about here in this room, and I don't know why, because usually in this kind of conference, we talk about Caucasians and people of color and what that means when it comes to organizing. Eric Mann brought up something about one of the things they do in a transformative organizing model is to really talk about America's master story. And we do that also. We talk about the slavery portion, the stealing of Mexico, the Japanese internment, the Arab intimidation, the Latino immigration policy. And all these things are, from our point of view, driven by our white counterparts in America. So when we come together to try to talk about addressing challenges, that's always a sticky point, because when we bring Caucasians into the room, when we have our conversations, they tend to feel that, you know, they feel bad and they may cry or something. Oh, it's my mic still on. They may start crying, or they feel like they have to fight back. You know, it's not all our fault, you all did it too. And we know quite naturally this hegemony cannot continue without our participation. But, or they try to solve our problems. Oh, well, you all need to recognize you're not the minority, you're the majority. We're sitting there like, we can count, we know, you know. So it's always a struggle. And like she was saying, sometimes if you're in that kind of grouping, even though they may not say it, you know, especially in America, I don't know what it's like here, they're thinking it. And the way they conversate changes. When Caucasian people are present. When they're not, then the conversation is different. But one of the things I said when we started United Congress, because United Congress is, you all probably got this out there, is organized and led by people of color. But I told them that if we never get to a point where we can bring Caucasians in, then we failed. We've continued to perpetuate the very problem that we say has been caused by Caucasian people. So. That's the point I wanted to bring up. You know, I guess we haven't been really tiptoeing around the issue, but we haven't really talked about how that impacts organizing and discussions. And I don't know if you all will find the same thing here in Germany, but I know we definitely find it in Chicago and in the United States. 3 minutes or less.
So continuing to be practical of how to build alliances, I think we've learned, again, coming back to the praxis about what does it mean to be different and informed by our politics in different spaces is one, I think we make a huge commitment and investment in having a multilingual space. And we're committed not just to saying interpretation and translation of all materials and all of that, but I think really thinking about what does it mean to communicate with each other. And I think that language I've found to be the biggest barrier that if we don't deal with proactively and invest in it. So when dealing with other communities, you know, sometimes we would do 3-4 languages at the same time in a space, but then ultimately if we're gonna be building, what's the investment organizations and movements do to that? The second thing is making spaces around childcare, but not just a space where people are here and bring their kids. And we've been doing more and more work with actual how do children understand what their parents and their parents' friends are doing, and having not just a place to drop off the kids and you don't see them, but actually being able to do that work when there's a political event, to say what does it mean to include children in the justice work that we're doing and understanding that. I think being able to have push ourselves, and I think this is a lot of the transgender movement of not reinforcing gender binaries. And one of the practices that we do now in all of our meetings where we try is to actually not assume what gender pronoun people have, and being able to write on our name tags, what is our preferred gender pronoun? And also being able to make gender-free bathrooms, gender-neutral bathrooms, so that basically, they're little things, but that actually have a political marker of how it is that you conduct your political space. And I think the last thing, which I'm guilty of, you know, there's a real movement to have zero waste. And I think a lot of sometimes the saddest part about the last day of the social forums worldwide or even in the US is seeing how much we throw away and how much paper we use and how much we also are part of the ecological crisis contributing. And so figuring out ways in which, you know, let's use the same cups, let's use, you know, put our names on them, let's figure out ways in which we're actually, again, practicing our politic so that when we're doing it in the community, it's not just ideological, you need to do this or you need to do that, but it's a way that we bring it into our organizing culture. So I think those have been some of the just very concrete ways in which we begin to practice our transformative organizing theory into a practice. And I'll say more about some of the other pieces in the PM. Ja, ich würde vielleicht vor allem auf Eriks Frage kurz antworten, vielleicht sie ein bisschen erweitern. Also warum spielt die Nazi oder warum hat die Nazi-Vergangenheit nicht so einen großen Einfluss in unserer Diskussion gehabt? Ich glaube, es ist vielleicht hilfreich zu sagen, das war ganz lange anders. Also die 68er folgende Bewegung hat sich in gewisser Weise ja unter anderem dadurch konstituiert, dass sie die Elterngeneration ob ihrer Täterschaft im Nationalsozialismus zur Verantwortung, also sozusagen diesen Bruch gemacht hat mit der Vätergeneration. Und das ist ein andauerndes Thema gewesen gegen die Eingemeindung sozusagen der Nazi-Verbrechen als eine Form von Totalitarismus oder andere Diskussionen. Es war in den 90ern noch so, dass die Antifa-Bewegung hat noch Outings gemacht von Leuten, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie weit es bekannt ist, dass ja wirklich viele Funktionsträger des Nationalsozialismus weitgehend unbehelligt in den politischen Apparat und den ökonomischen Apparat und die Eliten der Bundesrepublik, also von Westdeutschland, übernommen worden sind. Diese Leute sind alle tot jetzt zum größten Teil, wie auch sehr, sehr viele der Opfer, was auf beiden Seiten große Probleme macht im Zusammenhang der Gedenkpolitik, aber auch es gibt sozusagen eine gewisse Zivilisierung im Umgang mit dem Nationalsozialismus, den es in den 80er und 90er nicht gab, wo diese Rücksichten auf die Täter noch genommen worden sind. Es gibt aber auch darin einen verlorenen Kampf für die Linke, würde ich sagen, oder eine Niederlage, dass das Sprechen über Nationalsozialismus in der Breite von ganz vielen Leuten als Nerverei empfunden wird und kaum noch, also und auch erfolgreich so getaggt worden ist von ehemaligen linken öffentlichen, also sozusagen Schriftstellern und so weiter, die sagen, dieses lasst uns mit der Vergangenheit in Ruhe sozusagen
nach vorne gebracht haben. Ich glaube, in gewisser Weise ist dieser alte Spruch von, es fällt mir der Name nicht, Dingens, wie hieß er? Es gibt, also gab aus dem Zusammenhang der kritischen Theorie, glaube ich, immer ein Zitat von einem Menschen, der gesagt hat, die Deutschen werden den Juden den Holocaust nie verzeihen. Und in gewisser Weise, glaube ich, ist es auch noch so, dass sozusagen das zumindest wieder so ist, dass das Sprechen über den Nationalsozialismus im Kontext von der Notwendigkeit von Gesellschaftsveränderungen nicht sehr wirksam ist, sozusagen, sondern die Leute haben das Gefühl, sie werden da für Sachen in Anspruch genommen, in denen sie nichts zu tun haben. Eine andere Kontinuität, ich versuche es ganz kurz zu machen, ist, was völlig ungebrochen geblieben ist, ist die Kontinuität des Antikommunismus aus dem Nationalsozialismus. Das ist auch weiterhin noch so, auch alle unseren öffentlichen Angestellten und müssen sich schriftlich zur Verfassung bekennen. Was allerdings auch ein geschichtliches Problem ist, glaube ich, ist noch weitergehend die Projektebewegung der 70er Jahre und viele dieser sozialen Bewegungen aus diesem 68er folgende, die sich in die grüne Partei, die sozusagen jetzt eher so eine Art von grünem Liberalismus irgendwie geworden ist und auch in insgesamt in die ökonomische Struktur sozusagen der neoliberalen Selbsterfindung sozusagen zum Teil eingeflossen ist. Und dadurch, auch das ist so ein Strom, der Linken verloren gegangen ist. Wie kann man sich die Selbstbestimmung, das Zurückholen, auch das Gründen von eigenen solidarischen Ökonomieformen sozusagen aus dieser neoliberalen Form wieder zurücknehmen? Das sind, glaube ich, alles Stränge, die uns ein wenig verloren gegangen sind. Ich sage jetzt noch mal ganz kurz einen optimistischen Satz, weil zumindest das Einzige, was aus dem Bündnisbestrebungen entstanden ist, glaube ich, ist schon eine Grundlage des Miteinander-Sprechen-Könnens von Bereichen der radikalen Linken, von Einzelpersonen aus Gewerkschaften, aber nicht, also durchaus auch einflussreichen Leuten in Gewerkschaften und Migrantenorganisationen, Erwerbslosenorganisationen, wo zumindest man sagen kann, es gibt da ein Netz, von dem wir hoffen können, dass wir es wiederbeleben können, sobald wir eine machbare Strategie gefunden haben. Vielen Dank. Das Wort von der machbaren Strategie greife ich mal auf, und zwar in einem Satz. Ich danke Pascal Meiser, ich danke Patricia Watkins, ich danke Cindy Weisner. Nee, Weisner. Weisner oder Wiesner? Oh, no, Wiesner. Wiesner. But I saw a YouTube video where you said Wiesner. I know. Okay, und ich danke Christina Keindl für diese instruktiven Vorträge. Wir haben in dem Titel des Panels gab Bündnisse und Netzwerke, ethnische Minderheiten und religiöse Minderheiten im Englischen. Wir haben zu allem gesprochen. Ich glaube, die Synthese hätte noch ein bisschen ausführlicher sein können. Es gibt allerdings ab 14 Uhr die Möglichkeit, beim Abschlusspodium tatsächlich weiter miteinander zu sprechen. Auch jetzt beim Mittagessen nochmal die Einladung an alle, die hier sind, hier vor der Tür, ne, im Gang. Ja, hier im Gang gibt es Mittagessen, alle sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, und da vorne am Tisch gibt es Teilnahmelisten nochmal für alle, die sich da noch nicht eingetragen haben. Es wäre reizend, wenn sie das täten. Viel mehr als vielen Dank kann ich gerade nicht sagen, es würde sehr viel Zeit dauern, das zusammenzufassen, was ich mitnehme. Ich kann nur sagen, in meinem Namen ist es eine ganze Menge. Danke.